und aber auch die Leute am Livestream begrüßen zu können. Ganz besonders freut mich, den Minister für Education, Kanner Ajourend, Herr Claude Meisch, begrüßen zu können. Herr Minister, Ihre Präsenz an Ihrer Soutien unterstreicht nach Ihrer Wichtigkeit von dieser Kampagne. Begrüßen will ich auch den Herrn Laurent Dürer, Chef von der Direction Générale d'Inclusion. Merci für die Unterstützung. Wenn wir schon bei den Blumen sind, will ich auch den Mitarbeiter vom SCAP und vom CDA große Merci so für das, das Kampagne konnte realisiert gehen. Willkommen auch den Vertreter vom Treffpunkt ADHS und vom Kanner Ajourentelefon. Und noch merci den Benevolen von der ASTI für die, die das Konferenz dem mibreden Publikum zugänglich machen. Für oben noch ein paar praktische Informationen, dass der Station de Präsenz in der Konferenz vier im Saal verteilt für diejenigen, die am Livestream sind und die eine Attestation brauchen, können das über die E-Mail tdah@cc-cda aufrufen. Wie mit der Reform die einzelnen Centre de Kompetenz gegründet wurden, konnten das per Gesetz neben dem Erstellen vom Diagnostik spezialisé an der Prise en Charge eine Reihe von anderen Missionen. Heute zielen unter anderem Mise en Réseau und Kollaboration mit anderen Prestataires aus dem selbischen Domain, sowie aber auch die Abklärung und Sensibilisierung. Für diesen Hintergrund ist schon 2018 zwischen dem CDA und dem SCAP DDA entstanden, für eine gemeinsame Kampagne im Bereich TDAH zu lancieren. Das Kampagne, die ja sich für Oktober 2020 gedauert war, hat dann natürlich aus, den, aus der sanitären Krise bedingt müssen auf 2021 verreckelt gehen. Was am Anfang als Einzelkonferenz gedauert war, hat sich schnell zu einem ganzen Monat für den TDAH entwickelt. Es war uns wichtig, nicht nur einen One-Shot zu organisieren, vielmehr wollte mir am Sinn von der Nachhaltigkeit gezielt Formate wählen, für das der Kontinu von der Kampagne erhalten bleibt und aber auch kann, wenn nötig, adaptiert gehen. Das ist ein ganz flott zusammengearbeitet gewesen, die zwei Akteuren auch über die Kampagne raus mitgebracht hat. So besteht die ganze Kampagne unter anderem aus wertvollen Témoignage-Videos, einem spezifischen Internet-Site, den www.tdah.lu, einem Guide für Enseignants und Älteren. Dieser Guide ist als Normalversion, aber auch als accessible Version auf dem Site downloadbar. Natürlich aus dieser Konferenz de Lancement, sowie auch einer Konferenz de Clôture. Wir haben eine Konferenz-Debat, die als Webinar um 100,7 überdrohen wird. Es besteht auch aus einer ganzen Reihe von Formationen für Enseignants und Equipe de Soutien. Und aber auch ganz wichtig, aus einem Workshop für Ältere. Also, ihr seht also, dass der Fokus von dieser gesamten Kampagne hauptsächlich auf der Unterstützung von der Communauté Scolaire mit all seinen Akteuren liegt. Zentrum der Ouverture vom CDA im September 2018 hat die multiprofessionelle Equipe aus dem CDA aber schon konnte feststellen, dass durch die Hilfe von den Enseignern schon mehr Fälle von TDAH frühzeitig detektiert gehen. Es kann Ihnen dem nur sagen, dass das Dispositiv an drei Niveau schon seine echt frischen Kontrollen. Die 35 Fachleute vom CDA konnten dann ihre Missionen im Niveau vom Diagnostik an der Prise en Charge quasi ein Drittel von Dossiers in Relation setzen mit dieser Problematik. Den CDA ist so am Schulsystem nicht nur den nationale Kompetenzzentrum für Lehrersteuerungen, mehr aber auch für den TDAH. Zu den Missionen vom CDA gehört auch der Ressourcement vom Terrain. So sind über das Kampagne raus, die weiter Formationen an Workshops an diesem Bereich weiter angeboten. Nur diesem kleinen Abblick an der Arbeit vom CDA ging ich weiter und Madame Kathi Mangen, Direktrice vom SCAP, für einen kleinen Aperçu an der Arbeit vom SCAP.
Merci. Guten Abend, alle Guten, leif invitieren. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid, auch daheim. Mein Name ist Kathi Mangen, ich bin wie gesagt Direktrice vom SCAP. Und ich verliere da just ein paar Wieder, ehe wir da können starten, zu unserem Service. Wir feiern das Jahr als 30 Jahr. Wir feiern sie nicht wirklich als Corona-Grund, wir dafür feiern wir ja das heute. Wir sind ein ambulantes und therapeutisches Service für Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren, die zu Lützburg wohnen und an Regelschule gehen. SCAP, das ist eine Aufkürzung für einen ganz langen Namen. Service de consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception et du développement psychomoteur. Und der Trägerverein von unserem Service aus der Lützburger Aktionskreis Psychomotorik. Und der Name sieht, es gibt drei Schwerpunkte. Den ersten, den Hauptschwerpunkt, ist den ADHS und dann auch die Entwicklung von der Psychomotorik und der Wahrnehmung. Bei uns melden die älteren Kinder und oft auf Rekommendation von Doktoren oder anderen Professionellen. Und durch die Konvention, die wir beim Educationsministerium haben, können wir als Prise en Charge auch unentgeltlich anbieten. Als ein Aussatz als Multimodal, das heißt, wir schaffen auf drei Volleyen, sowohl beim Kind, am Einzelnen oder am Grupp. Psychoedukation spielt eine wichtige Rolle und dann natürlich auch mit den Eltern und mit der Schule, wo wir auch probieren zu sensibilisieren, zu formieren und eben auch da Psychoedukation als ganz wichtig. Dafür brauche ich eine ganz multidisziplinäre Equipe, selbst wie beim CDA, die gut formiert und supervidiert wird. Mit knapp 30 Mitarbeiter besteht die Equipe aus einer pädagogischen Equipe, einer psychologischen Equipe, einer Bewegungsequipe und einer orthophonistischen Equipe. Und dazu schaffen nach 10 konziliarisch mitschaffend Doktoren mit, das sind Kinderpsychiatren, Pädiatren und auch Neurologen zum Beispiel. Voilà, so viel zum SCAP. Und ich gebe dann nur auf Deutsch wechseln. Ich würde jetzt auf Deutsch, ins Deutsche übergehen, damit unsere Gäste auch verstehen, was ich über sie sage. Sehr geehrte Frau Dr. Elisabeth Aust-Klaus, erlauben Sie mir, Sie kurz vorzustellen, bevor Herr Minister Klotmeisch noch einige Worte an uns richten wird. Wir freuen uns sehr, Sie in Luxemburg begrüßen zu dürfen und wir sind sehr geehrt, dass Sie weder Grenzen noch Corona gescheut haben, um unsere Kampagne mit Ihrem Vortrag zu eröffnen. Dr. Aust-Klaus ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und betreut seit 1991 in der fachübergreifenden kinderneurologischen, neurologisch-psychiatrischen Praxis Kinder mit neurologischen Krankheiten und Entwicklungsproblemen. Ihre Schwerpunkte sind Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsstörungen, Kopfschmerzen, Aufmerksamkeitsstörungen, Teilleistungsstörungen wie Leserechtschreibschwäche oder auch Rechenschwächen und Hochbegabung. Sie ist Autorin von vielen Büchern und audiovisuellen Produktionen zum Thema Lernen und ADS, ADHS. 1998 hat sie das Optimind-Institut in Wiesbaden gegründet, um neuropsychologisches Wissen über ADS und weitere Lernstörungen transparent zu machen. Dr. Aust-Klaus, Sie wollen uns heute aufzeigen, welche Bedingungen nötig sind, um trotz ADS zufrieden und erfolgreich zu werden. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und die Geschichte von Anna und Kai. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Minister Meisch und wir wünschen Ihnen alle, liebe Zuschauer, einen angenehmen und interessanten Vortrag. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend, Madame Direktor, Herr Direktor. Leif Leute, alle Guten, hier um Gäseknäppchen im Forum und aber auch daheim. Ich bin froh, den Mond hier zum Thema ADHS können, mit abzumachen. Und ich bin froh, dass es nicht eine einmalige Veranstaltung ist, sondern dass es der ganze Mond ist, den auf ganz vielfältige Manier der Fokus auf die psychische Störung riecht, die wir ADHS nennen, wo vielleicht alle Guten irgendwie ein Bild dazu haben, wer das ungefähr ist.
Wie wenn ich nicht selber betroffen ist, kann er die betroffen ist, professionell, der man das zu tun hat, stimmt das Bild aber sicherlich nicht immer. Und dafür fand ich flott, dass wir hier abklären auf ganz vielfältige Manier. Weil es sind ganz viele Leute, die direkt an ihrem Leben, an ihrem Alter, an ihrem professionellen Leben vom ADHS betroffen sind, kann er sicherlich erleben den größten Impact der Eltern, aber auch Enseignern, Edukateuren, Schulen, Betreuungsstrukturen und das direkte, private und professionelle Umfeld finden kann er, hört sich darauf anzustellen, hört sich damit auseinanderzusetzen und könnt auch auf sie und den Blick zu haben dafür, den Rot zu gehen, richtig zu reagieren, richtig auch zu guidieren, weil was sicherlich wichtig ist, dass die Reaktion darüber muss stimmen und dass es für alle eine fachmännische Reaktion soll sein und muss sein, von einer fachmännischen Diagnose bis hin zu einer fachmännischen Prise en Charge. Dafür sind wir ja auch gegangen und haben für eine Reihe von Jahren das CDA, den Centre de Développement pour l'Apprentissage, gegründet. Dafür haben wir die Kollaboration, die schon bestanden hat, man hat es weiter ausgebaut, weiter intensiviert. Und dafür war das eng von den großen Prioritäten bei der Reform vom ganzen Volley von der Education Differenciée, für das man Thematik mehr stärkt, auch auf Probleme wie Lehrschwierigkeiten, Trouble l'Apprentissage, aber auch ADHS können richten, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ich fand wirklich das Programm enorm interessant und vielfältig, den während dem ganzen Monat angeboten wird. Von Konferenzen, Webinären, Formationen, aber auch den Austausch zwischen Professionellen, zwischen Betroffenen, Workshops, das ist quasi von allem dabei. Und es gibt ganz viele Frauen, die sich gestalten, wann ihn betroffen ist, wann ihn Kanner hat, die betroffen sind, wann ihn Kanner an der Schule hat oder an der Maison Relais hat, die betroffen sind. Also sicherlich kriege ich am Laufe von den Monaten eine Reihe von denen Frauen, auch fachmännisch beantwortet. Und dafür würde ich ein ganz großes Merci aufschließen zu haben und den CDA, warum denn das GAP für die Initiative geholt zu haben, den Mond zu organisieren, wirklich den Fokus auf den ADHS während dem ganzen Mond zu richten. Das ist sicherlich ein Benefiz von den betroffenen Familien, den Professionellen, aber für alle auch der Kanner. Vielen Merci. Ja, ganz lieben Dank für Ihre Einladung. Ich bin ganz, ganz neidisch auf so ein Zentrum oder sogar schon mehrere Zentren. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Wir sind viel Einzelkämpfer, aber arbeiten auch im Team zusammen. Und das freut mich besonders, dass Sie das auch hier so leben. Ich möchte Sie jetzt, die Präsentation kommt sicher, der Titel heißt Zufrieden und erfolgreich, trotz ADS, ADHS. Und das nimmt man erstmal nicht an, wenn man so diese Assoziation hat, was von ADS-Kindern, die vielleicht auch noch unruhig sind, die anstrengend sind, die jeden herausfordern, Eltern, Lehrer und alle Menschen, die mit ihnen umgehen. Und können die wirklich erfolgreich sein? Und das können sie, wenn ADS gut kompensiert wird. Und ich zeige Ihnen jetzt, oder ich möchte Sie mit in die Geschichte von Anna und Kai nehmen. Das sind zwei mittlerweile Erwachsene. Und die habe ich kennengelernt, als beide in der Grundschule waren. Und die Anna hat heute, die ist selber Lehrerin geworden. Und sie hat auf ihre Fahnen geschrieben, geht es nicht? Entschuldigung, aber ich kann es nicht steuern. Ist jetzt an? Ja, dann muss ich es mit der Taste machen. Das ist die Taste, ne? Aber die Steuerung geht auch nicht.
Welche Taste muss ich drücken? Okay. Also, das ist Anna und Kai. Und Sie sehen schon, die Anna ist zufrieden. Die ist auch glücklich, die ist mittlerweile Lehrerin. Und sie ist so perfekt in den Kompensationsstrategien. Das war die schon in der Oberstufe. Und wenn ich Ihnen sage, wo sie gestartet ist, ich habe sie in der 2. Klasse kennengelernt, da war sie in der Überprüfung, das heißt bei uns sonderpädagogische Überprüfung, weil jeder dachte, die gehört auf eine Sonderschule für Lernhilfe, weil die so langsam war und nichts umgesetzt kriegte und schlechte Ergebnisse hatte. Und sie war sehr schüchtern, zurückhaltend und die hat wahrhaftig in ihrer Karriere dann, in ihrer Schulkarriere in der 10. Klasse, ihrem Lehrerpublikum, Kollegium einen Vortrag gehalten, was können Lehrer bei ADS richtig machen. Und das ist schon klasse gewesen, sie ist jetzt selber Lehrerin, ist auch selber Mutter und das Kind kenne ich auch schon. Also Sie sehen, wir machen das schon sehr lange. Bei Kai ist das so mit der Zufriedenheit noch schwierig. Der hat seinen Weg noch nicht ins Leben so wirklich gefunden. Der ist gerade aus der Klinik gekommen und wurde da wegen einer Depression behandelt unter einem Drogenabusus. Und das ist leider dann auch manchmal das Outcome, wenn man ADS nicht frühzeitig ernst nimmt und auch nicht frühzeitig Kompensationsstrategien lernt. Er muss noch ein bisschen kämpfen. Und da war es leider so, dass wir haben auch sehr früh die Diagnose gestellt, auch in der Grundschule. Nur leider konnten die Eltern sich nicht zur multimodalen Therapie entscheiden. Sie hatten sehr viele Ratgeber und haben dann eher auf Nahrungsergänzungsmittel und alle möglichen Dinge gesetzt. Und das ist bei Kai nicht so besonders gut gelaufen. Wenn wir jetzt zum Thema ADS, Sie sehen bei mir auf den Folien, da fehlt immer ein bisschen, da fehlt das H. Wir reden immer von ADS und meinen alle Formen von ADS. Und ich gehe jetzt mit Ihnen in die Geschichte der Begriffsbildung, dann werden Sie auch verstehen, warum für uns eigentlich dieses Wort ADS meinen wir alle Facetten von ADS. Und Sie sehen auch, wenn Sie die Kinder, also wenn Sie den Lifespan mitverfolgen, also wir haben Kinder, die im Grundschulalter hyperaktiv sind und die sind als Jugendliche Träumer oder Couchpotato. Das kann wechseln, ohne dass die Problematik sich wirklich verändert hat, die Aufmerksamkeitsstörung. Und deshalb reden wir lieber von ADS mit vielen Facetten. Und die werde ich Ihnen vorstellen. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal die Timeline von den Begriffen. Alle kennen den Herrn Hoffmann und das Buch Strubbelpeter. Das ist jetzt schon lange, lange her, aber er hat eigentlich die ersten Beobachtungen schon 1845 beschrieben. Und wir haben dann internationale Diagnosekriterien bekommen und ich zeige Ihnen dann, wie es heute ist. Der Zappel-Philipp, also wenn bei uns irgendwie Medien über ADS berichten, kommt eigentlich 100% erstmal Assoziation Zappel-Philipp, manchmal noch der böse Friedrich. Und das ist schade, weil eigentlich nur eine Verhaltensbeschreibung dann passiert und nicht, was wirklich dahinter steckt. Und leider war dann auch die Diagnosegebung sehr auf dieses H fixiert. Sie sehen, 1968 hieß das HKS, hyperkinetische Störung. Und das hat sich leider, deshalb gibt es das H noch immer überall. Wir haben uns sehr darüber geärgert und haben schon vor vielen Jahren angefangen mit Elterntraining. Und da wir Eltern auch von allen ADS-Kindern eben in der Gruppe haben, war immer unglaublich schwierig zu erklären, warum Eltern mit einem Träumer in der gleichen Gruppe sind wie die, die hyperaktive Kinder haben. Und wir haben uns dann
eben mehr an der amerikanischen Nomenklatur orientiert. Die hatten schon die drei verschiedenen Formen. Und wir haben dann auch das Buch geschrieben, das war der Begleiter zum Elterntraining, wo das H nicht im Titel ist. Und wo wir dann auch erklärt haben, es gibt Träumer und Zappelphilippe. Und ich habe jetzt auf Ihrer Startfolie gesehen, Sie haben auch eine Träumerin drauf. Ne? Das ist immer noch nicht bei uns in den Medien so. Heute ist ein Glück so, dass wir vieles schon wissen und vieles auch über Hirnfunktionen, über Verhaltenssteuerung. Wir wissen viel über die Verzahnung, wie geht emotionale Regulation, wie geht kognitives Umsetzen, was hat das mit dem Verhalten zu tun. Und es ist ja nicht umsonst, dass in der Neuropsychologie oder überhaupt in der Neurologie in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Nobelpreise vergeben worden sind über Informationsverarbeitung im Gehirn. Und dadurch sind auch wirklich diese ganzen exekutiven Funktionen gut erforscht worden. Und wir reden, weil wir viel auch natürlich mit Eltern reden, wir benutzen das Wort exekutive Funktion dann nicht, sondern wir versuchen, das anschaulich darzustellen und wir versuchen, die Komplexität von ADS eben über unsere Comicfiguren zu erklären, dass man auch dann immer guckt, ADS, wissen wir, dass es vier Problemmacher gibt und vier Bereiche. Und die werde ich Ihnen dann auch vorstellen. Es ist einmal Konzentration, weiß jeder. Den Movie haben wir so genannt, weil es um Hyperaktivität oder verträumt geht. Aber was die anderen zwei Problemmacher, die sind mitentscheidend, wie das Outcome wird. Das ist die Impulsivität. Der Ups bei uns, die Lampe geht auch nicht. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist, die emotionale Dysbalance. Das ist viele, viele Jahre auch in unseren Fachkreisen nicht diskutiert worden. Und jetzt gibt es keinen Kongress mehr, der das nicht als Hauptthema hat. Und das ist auch letztendlich das, wo wir hinwollen, dass die Balancen besser sind. Und die hängen alle miteinander zusammen. Jetzt gehen wir zu den Problemmachern. Da sind Konzi, Ups, Movie und die Emos. Und wenn wir mit Konzi anfangen, das ist noch sowas, was jeder weiß, jeder versteht, was heißt unaufmerksam, was heißt ablenkbar, was heißt schlechte Konzentration. Wir haben den Konzi extra mit Scheinwerfer dargestellt und wir wollen dahin, dass es um Fokussierung geht. Was ist in dem Moment im Fokus, was nehme ich auf? Deshalb geht es um den Wahrnehmungsscheinwerfer. Konzi reguliert, was überhaupt an Information zur Weiterverarbeitung überhaupt aufgenommen wird. Und das ist einfach sehr entscheidend, wo hängt der Scheinwerfer? Sie sehen jetzt hier schon, der schwenkt überall rum. Das ist so jemand, der eher unruhig wirkt, der abgelenkt ist, der mit dem Nachbarn schwätzt, der alles mitkriegt, auch mitkriegt, dass die Nachbarklasse Pause hat. Das ist der Hyperaktive mit dem Konzi. Und dann haben wir aber auch noch so einen Konzi, da sehen Sie, da ist die Lampe eigentlich ausgeschaltet. Das sind unsere Träumer, die haben nicht mehr den Scheinwerfer, nicht den Blick nach außen im Geschehen, sondern sie denken über eigene Assoziationen nach, die haben Geschichten im Kopf. Und der Scheinwerfer ist auch nicht gerichtet. Und alles, was man aufnimmt und verarbeitet, wir brauchen die Konzentration nicht nur zum Lernen, wir brauchen den Scheinwerfer auch in sozialen Situationen. Wir müssen mitkriegen, Körpersprache des anderen, wir müssen zuhören, wir müssen regulieren, was hat jetzt in diesem Moment die Hauptpriorität? Wo muss ich meinen Scheinwerfer hinstellen? Ist es die Lehrerin, ist es die Tafel, ist es der Nachbar? Kann es alles auf einmal sein?
Und beim Lernen werden Sie gleich noch Beispiele sehen, auch wo bleibe ich denn auch mit meinem Scheinwerfer, mit den Augen? Der Scheinwerfer steuert auch Blicksteuerung und Blickbewegung. Wo bin ich da eigentlich? Und deshalb ist es nicht so einfach, nur unkonzentriert zu sagen, sondern das hören wir von Lehrern sehr viel. Es hat auch nicht jedes Kind, was unkonzentriert ist, ADS. Was schätzen Sie, wir haben mal vor vielen Jahren, gab es bei uns eine Studie, wo Lehrer befragt worden sind, nach den DSM-3-Kriterien war das damals noch, 4-Kriterien, wie viele Ihrer Kinder sind unaufmerksam im Unterricht, haben eine Konzentrationsstörung? Und das glauben Sie, was dabei rausgekommen ist? 60-70%. Es waren Kinder in der 5. Klasse in der weiterführenden Schule. Und wir haben natürlich nicht 60-70% ADS-Kinder, sondern wir haben jetzt in internationalen Studien ist die Prävalenz zwischen 5-8%. Aber diesen Scheinwerfer zu trainieren und danach zu gucken, ist unglaublich wichtig für jeden Fortschritt in der Entwicklung, nicht nur Lernerfolge, sondern Sie werden hinterher sehen, wir legen ganz, ganz viel Wert drauf auf emotionalen Unterstützung. Und wenn Sie nicht mitkriegen, wie ein anderer, wie Wut aussieht, wie Mimik aussieht von einem, der sauer ist, wenn Sie das überhaupt nicht mitkriegen, können Sie nicht kompetent im Sozialverhalten werden. Deshalb ist auch das Haupttraining erstmal, auch wenn die im Verhalten auffällig sind, die Basiskompetenzen einfach erstmal zu trainieren. Und wenn Sie dann so sehen, das sind die Beispiele, die Sie sicher alle kennen, wenn Konzi nicht so wirklich im Lot ist, was dann so im Unterricht passiert. Sie sehen hier der Jérôme, da steht, er hat sich heute sehr bemüht, leider hat die Konzentration für die Lernhilfe nicht mehr ausgereicht. Er muss im 1a-Heft Seite 7 noch nacharbeiten. Und das ist so die Alltagswelt, eben dann bei uns auch von den Eltern, wenn zu Hause noch Hausaufgaben gemacht werden müssen, wenn nachgearbeitet werden muss, die haben dann nicht nur Hausaufgaben zu erledigen, sondern müssen auch noch die ganzen Arbeitsblätter aus dem Unterricht nachholen. Und wenn Sie so ein ADS-Kind kennen, die extreme Lustmenschen sind, die machen nur das, was Spaß macht, und das macht keinen Spaß. Da können Sie sich vorstellen, was da zu Hause dann auch oft los ist oder wie häufig man unter seinen Möglichkeiten bleibt, eben weil man den Scheinwerfer überall im Klassenraum hat, aber nicht auf dem Blatt. Und das Gleiche hat hier unser Holger. Der hat seinen Scheinwerfer in den Gedanken, ach wie blöd, oh Mann, ich möchte gerne spielen. Also das sind seine Scheinwerfer, die gehen einfach in seine Gedankenwelt und der ist auch nicht auf dem Blatt. Und das ist so das, was die Anna erlebt hat, die hat einfach nichts umgesetzt. Sie war einfach viel zu langsam, weil sie ständig irgendwie in ihrer Gedankenwelt war. Mit UPS beschäftigen wir uns sehr intensiv, weil das ist noch am wenigsten klar, was macht der UPS eigentlich alles? Was heißt Impulsivität? Wenn ich jetzt so hier so reinfrage oder wenn wir im Eltern fragen, was verstehen Sie unter dem Wort Impulsivität? Was schätzen Sie, was da immer kommt? Der tobt, der ist anstrengend, der streitet, der ist im Verhalten auffällig. Das ist natürlich auch eine mangelnde Regulation in der Impulssteuerung. Und wir haben dann natürlich, und das ist das, was diese Kinder kommen am schnellsten in die Therapie, weil die am anstrengendsten sind. Die können eine ganze Klasse durchmischen und weil eben die Impulssteuerung sowohl im Verhalten, aber auch in den Emotionen nicht funktioniert. Und was wir dann auch immer gucken, das ist schon herausfordernd, aber Impulssteuerung haben wir auch in anderen Prozessen. Und da wird häufig nicht dran gedacht, dass die Impulssteuerung nicht nur für Emotionen entscheidend ist, sondern auch überhaupt eine Situationseinschätzung. Was ist denn hier eigentlich los? Was muss ich machen?
Was ist die Erwartungshaltung von Lehrern? Wie stelle ich mich auf eine Anforderung ein? Der richtet auch die Infoaufnahme, die Blicksteuerung richtet auch der UPS. Wir haben ihn extra so gezeichnet, das steht für Sprunghaftigkeit. Die sind extrem sprunghaft, sowohl im Reagieren, sie sind sofort auf 180, sie emotionalisieren alles, auch was man vielleicht nicht emotionalisieren sollte. Ob eine Matheaufgabe blöd oder nicht blöd ist, spielt beim Lösen erstmal keine große Rolle. Da muss man Emotionen bremsen können. Man darf nicht alles bewerten. Und das Zweite, was viele Eltern auch nicht ahnen, dass Impulsivität eben auch Fehler macht im Lernen, im Schreiben. Weil vielen Kindern wird ja ein bisschen unterstellt, der ist frech, der provoziert mich extra, der hat Schimpfwörter, alles auch Impulsivität. Aber warum macht der Schusselfehler? Die macht er nicht extra. Wenn er Auslassfehler macht, wenn er ein Wort vergisst beim Abschreiben, wenn die Endungen weg sind, wenn der beim Lesen nur die ersten zwei Buchstaben liest und dann redet, das ist alles Impulsivität, eben kognitiv. Das gucken wir uns dann auch immer sehr genau an. Wie hoch ist die? Wie ist Blicksteuerung? Und eben, wie viel Zeit und wie viel Geduld hat man, überhaupt mehrschrittig eine Aufgabe zu lösen? Wenn ich einen starken Ups habe, dann möchte ich in 2 Sekunden Ergebnis haben und sofort ein Feedback. Und wenn Sie dann so eine Textaufgabe haben, die geht nicht in 2 Sekunden, da kann ich noch so schlau sein, ich kann mathematisch hochbegabt sein, ich kann sie nicht in 2 Sekunden lösen, sondern ich brauche erstmal Gedankenorganisation, ich brauche Zeit, ich muss mich bremsen in meinen Impulsen, um dann im Arbeitsgedächtnis eben auch Handlungsplanung zu machen. Und das geht mit dem UPS ganz schwer. Und deshalb entscheiden die Kinder, wenn sie eine Textaufgabe sehen, wenn sie zu Hause eine machen sollen, dann kommt sofort, kann ich nicht. In 2 Sekunden. Die haben die Aufgabe noch nicht mal gelesen. Die wissen eigentlich gar nicht, ob sie es können. Sie ahnen nur, es geht nicht schnell. Und dann haben wir dieses, dass sie eigentlich gerne eine Übersetzung haben, aber sie werden dann auch ungeduldig, wenn die Mama sagt, jetzt lies doch mir die Aufgabe vor. Nein, sie wollen das Ergebnis sofort haben. Und dann haben wir sofort eben auch Eskalationen zu Hause. Und UPS reguliert auch, ist der Regulator für die kognitiven Prozesse auch. Der reguliert auch das angemessene Arbeitstempo. Sie kennen alle die, die so richtig, die sehr unruhig sind, die schreiben auch so. Ne? Und meistens ist dann auch schon an der Schrift zu sehen, haben sie Lust überhaupt zu schreiben oder nicht. Haben sie einen guten Tag, schlechten Tag, dann quackeln sie auch irgendwas hin oder halten Heftführung nicht ein. Und dann haben wir einen Teufelskreis. Auch dann stimmt das Arbeitstempo nicht, das bedeutet, wir machen Schusselfehler. Auch wenn wir ein guter Rechner sind, wenn wir die Vorzeichen nicht angucken, weil wir viel zu schnell denken, wir kommen zum Ergebnis, haben die immer Frustrationen, weil es dann eben keine Denkfehler, keine kognitiven Fehler sind, sondern eigentlich der UPS eine Rolle spielt. Jetzt nochmal auf den Bildern, also das kennt dann jeder, dieses im Verhalten. Aber hier sehen Sie mal so ein Heft von dem Leon, 1. Klasse. Da ahnen Sie, wie der drauf ist. Der ist sehr, sehr sprunghaft. Er kann nicht sortiert die Zeilen einhalten und kann auch nicht an einem Thema bleiben. Sie sehen, der vermischt dann Zahlen und dann schreibt er Wörter, dann malt er. Und das sehen Sie bei vielen dieser Kinder eben auch. Da sind die Hefte bemalt. Die müssen immer irgendwas tun, die Unruhigen. Und aber nicht unbedingt in dem Programm. Und hier sehen Sie nochmal, leider geht hier mein Licht nicht, was beim Lesen passiert. Wenn UPS eine große Rolle spielt, sehen Sie, dass der soll in der Zeile lesen,
Und dann sehen Sie, die Zeilen verspringen, die Buchstaben verspringen. Das ist jetzt mal einfach simuliert, wie ein Kind mit einem starken Ups überhaupt eine Zeile wahrnimmt. Und dann sehen Sie, dass gar nicht möglich ist, von links nach rechts alle Zeichen in der richtigen Geschwindigkeit überhaupt aufzunehmen, um richtig zu lesen. Und deshalb raten die ganz schnell. Und ich habe Kinder, die so lesen, aber die Lehrer haben es nicht gemerkt in der zweiten Klasse, weil die unglaublich gut auswendig lernen. Die haben manchmal den Text auswendig oder sie raten auch gut. Ich habe auch ein Kind, der liest ein Buch vor, der liest was da nicht steht. Das hört sich ganz gut an, der erfindet dann schnell eine Geschichte, aber es ist nicht der Text, der da steht. Und das ist natürlich, vielleicht geht das noch in der ersten, zweiten Klasse, aber wir haben dann auch die Älteren, die immer irgendwie durch Raten, durch Schnelligkeit, durch kognitive Fähigkeiten auch noch irgendwie gut punkten. Aber die fallen natürlich dann in der weiterführenden Schule, wenn wir fünfte, sechste Klasse haben, dann ist ein viel hoher Anspruch an dieses systematische Arbeiten und Inhalten, Tempo anpassen, gefragt. Und dann kann Ihnen auch passieren, dass dann auch erst zum Beispiel ein Hochbegabter, der gleichzeitig ein ADS hat, wirklich auffällt, weil das nicht in den ersten Klassen ist. Da habe ich Ihnen nochmal so zusammengefasst, was wir dann auch im Training, wir trainieren auch viel UPS. Das ist ein Haupttraining auch beim Lernen, in der Lerntherapie, nicht nur im Verhalten. Und da geht es schon darum, welche Informationen erfasse ich denn eigentlich wie? Habe ich alle Informationen? Wie steuere ich den Konzi? Was ist in diesem Moment, wenn ich hier sitze und eine Aufgabe machen soll, eigentlich wichtig? Und was muss ich erfassen und was muss ich auch ausblenden? Und der zweite Schritt, Gedanken sortieren, sich einen Plan machen, Schritt für Schritt vorgehen. Man kann nicht immer hüpfen und immer wie ein Flummi arbeiten. Also die Kinder verstehen immer, wenn ich sage, du arbeitest wie ein Flummi. Ne? Man springt einfach über alles drüber und rät dann zum Schluss. Und was die ganz übel finden, wenn wir auch noch verlangen, dass man stoppt und eine Kontrolle macht. Das ist ein hartes Brot, das mit den Kindern zu trainieren. Und da sehen Sie nochmal diese Beispiele. Rechts sehen Sie mal einen Aufsatz, den ein Mädchen schreibt, was keinen großen Ups hat. Die kann einen Aufsatz schreiben, sie kann eine Geschichte schreiben. Das ist bei uns so Anforderung, vierte Klasse, ein Erlebnisaufsatz. Und wenn Sie mal überlegen, was muss man alles beim Aufsatz tun? Was muss man tun? Man muss erstmal wissen, dass die Lehrerin ja besprochen hat, Erlebnisaufsatz fängt mit einer Überschrift an, es gibt eine Einleitung, es gibt einen Spannungsaufbau und es gibt einen Schluss. Und während der Geschichte soll ich über Emotionen schreiben, ich soll wörtliche Rede benutzen und muss auch noch an Rechtschreibregeln denken. Das sind mindestens 6 Instruktionen, die ich parallel gehalten haben muss, im Arbeitsgedächtnis, und wenn da ein Ups reinspielt, haben Sie eine Idee, wenn Ups Aufsatz steuert, wie ein Aufsatz aussieht? Ist in der Regel ein Telegrammstil. Die schreiben 3 Sätze, sagen, wir waren auf Mallorca, das Wetter war schön und ich war im Schwimmbad, Punkt, fertig. Na? Und das ist so dieses Nicht-Gedanken-Organisation können. Und Sie sehen hier, dass so eine Laura auch noch eine hohe emotionale Kompetenz hat, die weiß, dass die Lehrerin erstmal schöne Hefte gut findet, die schmückt die auch noch, die malt auch der Lehrerin Bilder. Und jetzt habe ich nicht das Gegenbild dabei, Sie können sich vorstellen, was so ein Max macht, der keine Lust hat zu schreiben, da braucht man Geduld für. Der kann auch nicht die Gedanken richtig organisieren und das ist dann ein Geschmiere und da wird eine Lehrerin ihn nicht loben. Und hier im Bild sehen Sie nochmal, dass dieses schrittweise Üben,
wie lese ich einfach einen Satz, welche Abschnitte mache ich, wie merke ich mir, was ich gelesen habe. Das ist Training von UPS, wenn Sie das in der Lerntherapie oder auch im Unterricht machen. Ja, Movie haben wir ihn genannt, um nochmal zu sagen, das ist nicht der allerwichtigste Problemmacher bei ADS, obwohl er so viele Jahrzehnte im Vordergrund stand. Es ist auch nicht entscheidend, nicht so furchtbar entscheidend, ob die Hyperaktivität besser wird. Entscheidend ist, wie die Aufmerksamkeitsfunktion und überhaupt UPS gesteuert ist. Weil lange ist überhaupt nicht daran gedacht worden, dass es überhaupt einen Verträumten gibt. Man hat lange auch gedacht, ADS ist ausgewachsen. Das ist dann häufig passiert, wenn die älter geworden sind. Die waren als 6-7-Jährige extrem unruhig, hyperaktiv. Und dann waren sie 14, 15, 16. Da waren die ruhiger. Und weil das Konstrukt ja immer auf dieses Haar ging, hat man gedacht, jetzt ist das ADS weg. Und das ist lange, lange international auch gewesen, auch bei uns in Deutschland. Wir haben das ADS in der Therapie ist, glaube ich, mit die einzige Störung, wo wir im Kindesalter eine Zulassung haben für Medikamente, die nicht für Erwachsene zugelassen waren. Weil die Zulassung für Erwachsene ist sehr, sehr viel später erst gekommen, weil man dann begriffen hat, ja, der ist zwar nicht mehr hyperaktiv, aber sein Konzi und sein UPS funktionieren trotzdem nicht. Und je älter man wird, umso mehr spielen die emotionalen Dysbalancen auch eine Rolle. Und das hat man lange nicht gesehen. Und jetzt gibt es einen großen Schwerpunkt, eben auch Erwachsene zu behandeln, weil und dann eben nicht nach diesen, nur nach Unruhe zu gucken oder das Verträumte. Und bei dem Verträumten ist auch immer noch so, wenn ich Kinder vorgestellt kriege, also lange Jahre, ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre, habe ich in der Praxis nur erstmal, wenn überhaupt, mit Verdachtsdiagnose ADS die Hyperaktiven gesehen. Die sind sofort geschickt worden, weil die nerven und weil sie anstrengend sind und so weiter, weil es sehr sichtbar was ist. Wenn überhaupt Träumer, die habe ich frühestens in der dritten Klasse gesehen und die habe ich dann nicht wegen Konzentrationsproblemen gesehen, sondern wegen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, die gehen nicht mehr in die Schule, die haben niedrig Selbstbewusstsein oder die Anna, sonderpädagogische Überprüfung, die kommt nicht mit, wir müssen sie in der Klasse wiederholen lassen oder in die Sonderschule schicken. Die habe ich nie und heute ein bisschen besser, aber auch noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde, dass man überhaupt den Verdacht auf Aufmerksamkeitsstörung hat. Und ich glaube, wenn man frühzeitig guckt, ich habe auf dem Ham so Rückmeldebögen auch für Lehrer, dann sagen sie, nee, der ist doch, die Anna, die ist klasse, die ist zwar ein bisschen ruhig, die macht nicht so wirklich mit. Das wird dann immer gewertet als nicht selbstbewusst, weil die schüchtern ist. Und jemand, der Träumer ist, der ist nie in einer fremden Situation frech, nur zu Hause. Der UPS, die Impulsivität im Verhalten, kommt bei den Träumern, das ist absolut typisch, nur in emotional sehr sicheren Situationen durch. Die toben zu Hause. Und wenn die Eltern in Elternsprechtag gehen, dann denken die reden von zwei verschiedenen Kindern. Und dann ist sehr häufig passiert, wenn die dann zu Hause so schwierig sind und verweigern und toben und Wutanfälle haben, dann gab es mal eine ganze Zeit, dann hat man gesagt, die müssen in die Erziehungsberatung gehen. Tobt ja nur bei den Eltern. Also stimmt irgendwas mit den Eltern nicht. Und das hat sich lange, und ich glaube, es ist auch heute noch so, dass ich sehr häufig dass auch Lehrer nicht immer sehen, die ist nicht anwesend, die ist einfach nicht da, ne? Sondern die, sehen bei uns nicht alle Lehrer. Und dann wird es auch anders interpretiert. Ne? So, und die EMOS, die sind
ein Glück jetzt auch in internationalen Kongressen und auch in den ganzen Leitlinien und in den diagnostischen Kriterien mit aufgenommen worden. Das war lange nicht so. Und diese Stimmungsschwankungen, das ist das, was sehr, sehr häufig zu sehen ist. Die können von jetzt auf gleich in ihrer Laune kippen, nicht nur in der Laune, sondern auch wie sie agieren. Die stärkste Emotion ist die Wut. Deshalb sehen wir bei vielen ADS-Kindern auch Wutreaktionen. Wie gesagt, bei den Träumern ist die Wut eher in emotional sichere Situationen verlagert, aber nicht in fremden Situationen. Aber die nehmen sich auch in fremden Situationen viel zu viel zurück. Die schwingen gar nicht emotional. Die sind entweder zurückgenommen oder sie fühlen sich wohl und dann können sie auch die Balance halten. Was alle immer sofort sehen und berichten, ist die Wut, wenn die zu viel Raum hat. Aber was eben auch ist, sie können auch weinerlich sein. Und das ist genau, häufig hat überhaupt auch keinen Anlass. Die können auch mal aus Wut Tränen haben. Und das muss man manchmal auseinanderkriegen. Also es ist dann auch nicht jedes Kind, was weinerlich ist, hat eine Depression. Wir müssen natürlich genau nachgucken, sind depressive Anteile da oder verwechseln wir was. Aber diese Stimmungsschwankungen, die sind sehr, sehr deutlich und das können Ihnen, wenn man genau nachguckt, hat das eigentlich jeder, der ein ADS hat, mehr oder weniger. Die Wutanfälle sind das, was am meisten Sorgen macht. Und wir kommen nachher nochmal in den Strategien drauf, dass man unbedingt, wenn man mit den Kindern umgehen muss, das wissen muss, dass diese Emotionen auch in der Dysbalance sind und das nicht gewollt und nicht gemacht ist. Und das ist gerade, wenn diese Kinder die übelsten Schimpfwörter benutzen, um Wut auszuleben, denken viele, das ist extra. Der will provozieren, der macht das jetzt extra. Und man muss dann wirklich wissen, das ist ausgelebte Wut. Die haben leider diese Kinder auch nicht selber in der Kontrolle. Da habe ich Ihnen mal Bilder mitgebracht, wie Kinder selber Wut empfinden. Das ist nicht so, dass sie Chef sind über die Wut. Sie können nicht bestimmen, ob sie jetzt ist. Es ist ein schwieriges Lernen, zu stoppen, Schimpfwörter zu sagen. Das ist ein harter Weg dahin. Aber wenn Sie hier so sehen, wie die das malen, hier steigt die Wut einfach hoch. Die ist einfach da, die steigt einfach hoch. Oder die Wut ist wie ein Hurrikan, der bricht einfach aus. Ich kann das auch nicht ändern. Oder die Elena, die sagt, ja, die Schimpfwörter, die fliegen mir einfach aus dem Mund. Ich bin so sauer und dann passiert sowas, dass ich sowas mache und sowas sage. Und das ist ganz entscheidend. Das ist bei uns eigentlich ein zentraler Punkt im Elterntraining, Eltern zu spiegeln, wie Kinder selber ihre Problematik auch erleben. Die erleben sich überhaupt nicht als Chef. Die erleben sich überhaupt nicht, auch wenn sie sehr frech sind und von außen selbstbewusst wirken. Die sind nicht selbstbewusst, sondern häufig sind die Reaktionen einfach getriggert über die zu starken Emotionen, die nicht gebremst sind und nicht reguliert sind. Und dann geht man mit dem Kind auch anders um, wenn man weiß, wir reden viel, also mit den Kindern in der Sprechstunde arbeiten wir sehr viel, personalisieren die Wut. Ich frage dann immer, was ist es bei dir? Ist es der Wutteufel? Ist es Wutmännchen? Ist es Rumpelstilzchen? Wie nennst du es? Und dann kann man auch viel besser damit arbeiten und auch gucken, wie kriegen wir den denn eigentlich in eine Kiste und einen Deckel drauf? Muss der dann immer raus? So wie so ein, kennen Sie diese Teufel, die da so an der Feder immer rausspringen? Wie kriegen wir die eigentlich wieder einen Deckel drauf? Was machen wir denn da? Und das sind eben auch, wenn man mit den Kindern arbeitet, wirklich erstmal verstehen, die haben das nicht in der Regie. Die Regie haben, die Emotionen haben bei ADS zu viel Raum. Und das ist das, was wir auch noch bei Erwachsenen sehen, dass
Wie reguliert man Emotionen? Durch Ratio. Sie denken über Konsequenzen nach. Sie schimpfen nicht jeden an, weil sie wissen, wenn ich den jetzt anschimpfe, brauche ich am nächsten Tag nicht mehr hingehen. Oder habe ein Problem, weil sie denken über Konsequenzen nach. Und das ist der Dirigent Ratio, der die Regulationen macht, auch von den anderen ADS-Problemmachern. Sie sehen hier nochmal, was dann auch vergessen wird, es gibt nicht nur die Wut, sondern eben auch Ängste. Wir haben auch, je älter nicht kompensierte ADS-Kinder werden, nicht so selten auch dann Angststörungen. Also alle Komorbiditäten können sich draufsetzen. Wir haben bei den jungen Erwachsenen die Depression, wir haben Angststörungen. Und dann ist das ADS gar nicht mehr so sichtbar. Aber alle, die ADS-Erwachsene behandeln, gucken erstmal, ist das ein Eisbergphänomen? Ist das, was obendrauf ist, wirklich das, was ich behandeln muss? Und wenn Sie ein ADS drunter haben und die Biografie kennen, dann behandeln Sie so einen Menschen völlig anders. Und das eben auch, eigentlich, ein Glück hat sich das jetzt auch durchgesetzt in der Drogentherapie, dass bei in der Drogentherapie immer, also die ADS kennen, gucken immer, ist ein ADS mit dabei. Und dann werden auch Drogenabhängige ganz anders behandelt. Und Sie sehen hier, dann kriegen wir auch, also ich kriege manchmal Kinder dann auch vorgestellt, ich soll jetzt was tun, dass es in der Arbeit selbstbewusster ist. Oder irgend sowas. Ne? Dann kriegt man gesagt, die ist immer blockiert. Ne? Und dann frage ich, ja, wie? Und dann wird immer dieses nicht ins Tun kommen oder Angst haben, sehr schnell interpretiert mit einem Selbstbewusstsein. Und überhaupt nicht geguckt, ist es wirklich eine irreale Angst. Angst hat was Irreales. Ne? Wenn Sie eine Angststörung haben, ist der Anlass nie ein Grund, so mit Angst zu reagieren, wie jemand, der eine Angststörung hat, tut. Ne? Dass wir alles vermeiden. Und das ist, und was wir ganz häufig haben, ist Angst beim Einschlafen. Wir wissen, dass diese ADS-Kinder immer im Turbo hochfahren und abends in der Regel nicht abschalten können. Haben wir auch noch bei den Erwachsenen. Dieses Runterfahren, auch die Regulation, stimmt nicht. Auch bei den Träumern nicht. Es sind nicht nur die Hyperaktiven, sondern die können einfach auch das nicht gut regulieren. Und wenn dann noch die Fantasie eine Rolle spielt, also wenn da so eine Anna dann im Bett liegt und die guckt raus und da bewegt sich draußen ein Blatt, dann geht das so los, dann hat die einen Krimi im Kopf. Dann ist da ein Einbrecher und der könnte gleich reinkommen und er klaut uns oder macht irgendwas anderes. Und das aktiviert diese schnellen Assoziationen, die dann aufploppen, die aktivieren die Angst. Und wenn dann Eltern noch anfangen zu erzählen, da ist doch gar kein Einbrecher, guck doch nochmal genau. Und sie reden, sie benutzen dann 10-mal das Wort Einbrecher, geht diese Maschine, Assoziationsmaschine immer weiter. Das heißt also, da blockiert keine Angst. Und alles, was wir hier wieder brauchen, ist Regulation, ups, und Stopp. Wir brauchen Stopp. Wir brauchen Stopp von Angstgedanken. Und das geht dann in dem Fall zum Beispiel auch nur, wenn man ablenkt und gar nicht über den Einbrecher weiterredet. Und wenn man Angst in Arbeiten hat, hat das meistens nichts damit zu tun, dass man darüber nachdenkt, ob ich erfolgreich das kann oder nicht, sondern ich habe einfach entweder mich nicht gescheit vorbereitet und kann auch gar nicht sicher sein, weil ich keine Strategie habe, mehrschrittige Aufgaben zu lösen, weil ich, wenn ich motivationsgesteuert bin, sowieso nicht lerne, weil ich ja das schiebe und vielleicht einen Tag vor der Arbeit das mache. Dann kann ich auch eine Blockade kriegen, weil dann einfach nichts automatisiert ist, weil ich dann Datensalat habe. Also das muss man dann sich genau angucken. Und das ist das, was wir immer uns angewöhnt haben, immer auch die Grundfunktionen uns anzugucken, die neuropsychologischen Grundfunktionen, auch wenn es um Ängste geht und so weiter.
So, und der, der die Regulation macht von den ganzen ADS-Problemmachern, das ist der, wir nennen den Dirigent Ratio. Weil dieses exekutive Funktion, das steckt dahinter im neuropsychologischen, eigentlich ein extrem kompliziert, komplexes Begriffe sind. Und da wir viel auch mit Eltern arbeiten, haben wir ihn einfach Dirigent genannt. Und wenn man ADS hat, was hat man dann? Man hat einen schwachen Dirigenten, weil der hat die Problemmacher nicht in der Regulation und nicht im Griff. Und was machen wir? In der Therapie müssen wir den Dirigenten stärken. Das ist die Botschaft auch im Elterntraining. Sie wissen, dass exekutiven Funktionen mit diesen kognitiven Funktionen zu tun haben, also Regulation von Aufmerksamkeitsfunktionen, aber auch Perspektivwechsel, was könnte ein anderer im Kopf haben, was soll ich machen, was ist eine Erwartungshaltung, was macht eine Lehrerin eigentlich für ein Bewertungssystem und so weiter. Arbeitsgedächtnis gehört dazu, das ist das Management von den Informationen und dann eben auch die Bremse. Die Inhibition, das ist das, was alles dieser Dirigent machen soll. Und wenn die vier ADS-Problemmacher rumturnen, macht das eben zu schlecht. Und das ist dann in der Diagnose, in der diagnostischen Phase, gucken wir uns die Problemmacher an und danach entscheidet sich dann auch, wie wir das nennen und welche Facetten von ADS eben eine Rolle spielen und wie wir Therapieplanung machen. Und wichtig ist nur zu wissen, und das für alle Eltern, das kommt nicht von alleine. Der Dirigent, deshalb habe ich ein ADS, weil der Dirigent nicht richtig funktioniert. ADS ist keine Charakterschwäche, was viele Eltern denken, sondern es ist wirklich ein Handicap in Dirigentenfunktion. Und wenn man keine guten Dirigenten hat, braucht man erstmal Orientierung von außen. Das heißt, die Eltern sind aufgerufen und alle, die mit den Kindern arbeiten, viel, viel Orientierung zu geben. Und es kommt nicht von alleine und wenn man die alleine lässt, dann passiert sowas wie mit Kai. Und das wird häufig dann auch bei uns, ich denke, bei Ihnen ist schon vieles besser auf dem Weg, aber bei uns gibt es dann in den Schulen häufig so diese Empfehlung, das Kind soll die Hausaufgaben alleine machen. Wie macht dann so einer die Hausaufgaben? Die ratscht dahin oder macht sie gar nicht oder macht sie nicht schrittweise? Und dann müssen andere Menschen, das heißt Eltern, Therapeuten, Lehrer, Hausaufgabenbetreuer, die müssen überhaupt erstmal üben, wie man das überhaupt macht und das muss eintrainiert werden. Und wir haben im Elterntraining ja nicht nur Lernprobleme, sondern der ganze Alltag ist ja, diese Problemmacher sind ja nicht nur in der Schule da, die tauchen auch nicht nur beim Lesen auf, sondern die sind eigentlich in jeder Lebenssituation da. Und deshalb muss man da ja auch immer gucken, wie geht denn eigentlich Alltag? Hört er zu? Akzeptiert er Regeln? Regeln heißt auch, stopp, Dirigenten einschalten. Was hat es für Konsequenzen, wenn ich die Regel nicht einhalte? Muss ich nachdenken. Wenn ich einen Ups habe, denke ich nur nicht jetzt und habe gewonnen. Also wenn ich dann anfange zu diskutieren, was nicht machen und so weiter, haben die wirklich im Moment das Gefühl, sie haben gewonnen, weil sie eine Mussaufgabe nicht gemacht haben und dann eher sich vergnügt haben mit irgendwas anderem. Die denken nicht drüber nach, dass wenn ich keine Hausaufgaben mache, habe ich keine Automatisierungsrunde, dann wird das noch heftiger vor einer Klassenarbeit. Da denken die nicht drüber nach. Die leben im Moment. Ups ist so einer, der immer sagt, nur der Moment zählt und der muss Spaß machen. Und das ist der einzige Motor beim Tun. Und das brauchen wir für alles, wo man Ziele erreichen will. Den fliegt auch unseren Älteren, die noch keine gute Dirigentenfunktion haben, denen fliegen Ziele aus dem Blick. Dann ist auf einmal das nicht mehr wichtig, weil man gerade im Moment nicht Lust hat. Das ist so, wir haben ganz viele Diskussionen, wir kommen noch drauf, dass jedes Kind bei uns Sport machen soll und ADS-Kinder unbedingt. Ne?
Und dann sagt Sohn Max, ich habe heute keine Lust, geh mal nicht zum Fußball. Und dann denken die Eltern, naja, Fußball ist auch nicht so wichtig, ist ja egal. Aber das Problem ist, was sie nicht verstanden haben, die Flexibilität von einer Situation in die andere zu gehen, ist das Problem. Wenn der zu Hause rumzockt und aufstehen soll, Schuhe anziehen soll, Sachen packen und rausgehen zum Fußball, das ist das Problem, nicht das Fußball spielen. Wenn der auf dem Fußballplatz mal gelandet ist und dann losrennt, dann hat er Spaß. Er hat nur keinen Spaß, die Schuhe anzuziehen. Und das ist so dieses, was auch Dirigent ist. Ich muss, wenn ich unbequeme Sachen mache, mein Wahrnehmungsfenster und Zeitfenster auch weiter aufkriegen. Ich muss in einer Viertelstunde denken, ich muss bei manchen Sachen in 2 Monaten denken, bei unseren jugendlichen Erwachsenen muss es sogar noch weiter sein, um planvoll ein Ziel zu erreichen. Wenn ich den noch nicht trainiert habe, fliegen alle Ziele weg. Die wechseln 1000-mal den Verein, immer ist irgendwer doof oder irgendwas ist doof oder Schuhe anziehen ist doof oder und die kommen dann zu nichts. Und das ist das, was dann die Erfahrungswelten ausmacht. Die erleben sich nicht als jemand, der irgendwas hinkriegt, sondern sie erleben sich irgendwie, es gibt immer Gemecker und kriege ich auch nicht hin und außerdem macht es auch keinen Spaß. Und das ist so dieses, wo wir im Elterntraining immer sehr drauf aus sind, erstmal brauchen diese Kinder Coaching und Hilfestellung. Die kann man nicht alleine in vielen Sachen lassen und das kleinschrittig. Und deshalb gibt es im Elterntraining auch dieses, wie organisiere ich das Aufräumen, wie kann ich morgens weniger Stress haben, wenn ich schon planvoll meine Klamotten abends hinlege. Das geht schon mit Planung los beim Anziehen. Und sie glauben gar nicht, wie viele Familien morgens schon den Stresspegel ganz oben haben, weil es morgens Geschrei gibt. Das ist so die schwierigste Situation in Familien, ist bei uns morgens aufstehen, überhaupt aus dem Bett kommen, nicht mit dem Geschwister streiten und frühstücken und rechtzeitig in die Schule kommen. Das ist schon ein Riesentheater. Und die nächste Stresssituation kommt nachmittags, wenn man wieder Muss-Situationen machen muss. Diese Kinder mögen keine Fremdbestimmung. Und jede Aufgabe von außen ist erstmal Fremdbestimmung. Wenn die Sachen machen können, die sie gut finden, wo sie motiviert sind, dann haben sie auch in dem Moment einen guten Konzi. Das ist auch so dieses, was uns Eltern immer wieder sagen, der kann doch kein ADS haben, der spielt doch 1 Stunde Lego. Ja, weil der beim Lego motiviert ist, selber bestimmen kann, was er macht, dann kann er auch mal die Konzentration dafür rekrutieren und kann das dann auch 1 Stunde. Aber wenn der fremdbestimmt eine Aufgabe abschreiben soll, dann kann er das keine 3 Minuten. Und dann, es hängt mit der Motivation zusammen. Jetzt gehen wir in die Strategien und gucken uns erstmal an, was sind denn Bedingungen überhaupt, um Erfolg zu haben. Ein paar Dinge habe ich jetzt Ihnen schon gesagt. Wir wollen die Stärken mit einbeziehen, natürlich. Ne? Jedes Kind, ADS ist ein Handicap und betrifft nicht die ganze Person. Manchmal sieht man die Stärken nicht mehr, weil die ADS-Problematik alles bestimmt, den ganzen Raum einnimmt. Die müssen wir aber kennen und müssen sie auch mit einbeziehen und auch verstärken. Wir müssen das Problem analysieren, wir müssen die Problemmacher in verschiedenen Lebenssituationen analysieren und kennen und müssen natürlich Strategien dann trainieren und nach Möglichkeiten suchen. Auch das bedeutet, nach Möglichkeiten suchen, wo werden Strategien auch in Freizeitsituationen umgesetzt, deshalb eben auch ein Sport. Wir brauchen einen Sport und die Kinder müssen auch in der ADS-Kompensation so gut sein, dass sie einen Sport mitmachen können. Das ist ein großes Therapieziel, weil im Sport einfach so viel passiert. Und da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, dieses
einsortieren, was ist eigentlich das Handicap? Es ist nicht die Person vom Kai, es sind die Problemmacher. Und dann brauchen wir ein multiprofessionelles Team, was grundsätzlich die gleiche Einstellung zur ADS hat, egal ob ich Pädagoge bin, ob ich Psychologe bin, ob ich Arzt bin. Wir müssen von ADS ein gleiches Verständnis haben. Wenn man dann anfängt und sagt, die Anna, die schreit nur zu Hause rum und wir brauchen jetzt nur eine Familientherapie, das ist nicht verstanden, das ist ADS nicht wirklich verstanden. Und deshalb müssen wir auch hier, und deshalb bin ich sehr begeistert, dass Sie so ein klasse Zentrum oder sogar mehrere Zentren haben, die so interdisziplinär arbeiten und darum ringen, dass man über das Gleiche redet. Wir nutzen Strategien nicht nur im Verhalten, sondern im Lernen, im Umsetzen, aber auch im Selbstkonzept. Wir brauchen auch ein gutes Selbstkonzept, was die Kinder als Basis kriegen, um ihren Weg gehen zu können. Und wir müssen alle Therapiebausteine kennen, auch wenn ich die nicht selber umsetze. Wenn ich jetzt als Arzt oder Ärztin nicht die Lerntherapie mache und auch nicht die Verhaltenstherapie, muss ich aber trotzdem wissen, was passiert in der Therapie und wie können wir uns gegenseitig ergänzen und unterstützen. Und das Gleiche ist, dass ein Lerntherapeut oder ein Pädagoge auch wissen muss, welchen Anteil, was kann die Medikation, was kann sie nicht, wo brauchen wir sie. Und das muss ineinander verzahnt werden. Und das sind nicht getrennte Gebiete, sondern es muss wirklich verzahnt werden und dann sind wir auch in der Therapie viel effizienter. Und natürlich müssen wir Risiken vermeiden. Das ist das, was nicht verstanden wird, wenn wir nicht frühzeitig darum ringen, den Dirigenten zu stärken, die Problemmacher kleiner zu kriegen, dann kriegen wir Folgeprobleme. Und da habe ich viel mehr Respekt vor, als vor der ADS-Problematik. Und die kommen. Die kommen, wenn die Zeit ins Land läuft und zu wenig Kompensation passiert. Und dann haben wir dieses, wo man hinterher therapieren muss. Dann werden die runternivelliert in der Schule. Das sind eigentlich Kognitiv-Gymnasiasten. Dann gibt es bei uns, auch wenn ADS nicht gut verstanden wird, dann wird auch manchen Eltern gesagt, naja, es muss ja nicht jeder aufs Gymnasium gehen, seien Sie mal zufrieden, der soll mal Hauptschule machen. Wenn Sie einen gut begabten Max haben, der wirklich auch vielleicht mathematisch sogar besonders gut ist, wenn Sie den auf die Hauptschule schicken, was passiert dann? Da wird die ADS-Problematik noch viel, viel schlimmer, weil der überhaupt kognitiv keine Ansprache mehr hat. Das sind 1000 Wiederholungen. Das langweilt den, der ist nicht motiviert, der hat überhaupt keine Herausforderungen. Und was macht er? Wie soll er die Zeit im Unterricht rumkriegen? Dann schwätzt er noch mehr oder macht noch mehr Blödsinn. Weil das ist eine Intervention, die in der Regel überhaupt nicht funktioniert. Und das sehen wir bei den Nichtbehandelten, dass sehr häufig eine Intervention ist, dass sie erstmal runternivelliert werden. Weil das Arbeitsverhalten nicht stimmt, weil die sich nicht motivieren, Vokabeln zu lernen. Dann sagt man, da ist eben kein Gymnasiast. Der muss einfach lernen, seine Fähigkeiten zu nutzen. Das ist das Thema. Und deshalb ist bei uns auch wirklich in der Diagnostik, wir müssen sehr viel wissen auch über das Profil, das Entwicklungsprofil. Ich muss auch wissen, wie der logisch denkt. Ich muss wissen, wie der sprachlich umsetzt und so weiter. Dann kann ich auch ein bisschen besser intervenieren und kann auch Risiken vermeiden. Weil sehr häufig passiert, ist doch nicht so schlimm, der eckt doch gar nicht an. Ist bei den Träumern sehr häufig. Die werden dann nicht therapiert, weil sie ja lieb und nett sind. Und gerade wenn wir über Therapiebausteine reden, bei den Träumern brauchen wir sehr viel schneller auch den Baustein der Medikation, weil die Regulation bei den Träumern viel, viel schwerer ist von außen als bei den Hyperaktiven. Und das wird auch nicht so sehr verstanden, wenn man die Problemmacher nicht kennt. Klar, da kommen wir noch drauf, dass das Selbstkonzept ist unglaublich wichtig, weil das ist wirklich das Hemmnis, letztendlich im Erwachsenenleben gut zurechtzukommen.
Die kennen, also wir haben im Elterntraining, machen wir sehr viel plakativ und arbeiten sehr viel mit Comics, weil das einfach so sofort zu erkennen ist. Also wir analysieren auch Situationen, Hausaufgabensituationen, Anziehsituationen, alle über Comics. Und so erklären wir auch die Therapiebausteine. Und was sicher der allerwichtigste ist, die Eltern mit im Boot zu haben. Wir brauchen wirklich die Eltern mit im Boot, damit auch die Prinzipien, die wir sonst in Therapien trainieren, wirklich gelebt werden und umgesetzt werden. Es nützt überhaupt nichts, wenn ein Kind einmal die Woche ins Verhaltenstraining geht und den ganzen Tag nichts passiert, kein Prinzip aus dem Verhaltenstraining umgesetzt wird oder wenn in der Lerntherapie was trainiert wird, wenn diese Prinzipien nicht angewandt werden in anderen Umsetzungsprozessen beim Lernen, können sie nicht wirklich effizient sein. Deshalb brauchen wir auch Elterntraining, sie müssen mit verstehen und die Prinzipien auch in den Alltag einsetzen. Und wir haben in den Elterntrainings, das Hauptthema ist, dass die schon wirklich begeistert sind, wenn sie ADS-Problemmacher kennen und nicht die Schuld kriegen. Weil bei einem Max, der im Verhalten anstrengend ist, kriegen die Eltern sehr häufig die Schuld zugewiesen, weil der sich nicht benehmen kann, weil der irgendwie nicht erzogen ist und so weiter. Und wenn dann Eltern schon mal wissen, okay, wir müssen zwar viel trainieren, aber das ist nicht nur unsere Beziehung, weil wir haben gerade in diesen Familien die höchsten Trennungsraten, weil diese Kinder Herausforderungen sind. Und dann gibt es natürlich auch extrem viel Erziehungsdiskussion. Wir haben dann so einen Vater, der will seine Ruhe haben und will nichts trainieren mit abends anziehen und Klamotten richtig hinlegen oder so. Dem müssen wir erklären, warum das ein Brain Gym ist, ein Training ist, warum wir auch trainieren, ein Zimmer aufzuräumen. Das ist Gedankenorganisation auch mit Prinzip. Und deshalb brauchen wir alle mit im Boot. Eben auch im Alltag trainieren wir ähnliche Prinzipien. Dann gibt es das Training mit den Kindern, das kann Entwicklungsförderung sein, das kann Verhaltenstraining sein, das kann Lerntherapie sein, es kann Ergotherapie sein, es kann Psychomotorik sein, je nach Kind, nach Alter und nach der Konstellation der Problemmacher und was zur Verfügung steht. Jetzt höre ich bei Ihnen so raus, Sie haben viel, viel mehr Valenzen als wir in Deutschland, glaube ich. Also bei uns haben Kinder lange, lange Wartezeiten, um in ein Training zu kommen und in eine Therapie zu kommen. Und dann aber auch häufig noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Ich höre so raus, das ist hier, glaube ich, schon alles ein bisschen besser, ne? Ja, und dann, was auch mit ins Elterntraining gehört, überhaupt in das Denken von Therapie, wir können die medikamentöse Therapie nicht ausklammern. Ob man sie dann durchführt oder nicht durchführt, man muss zumindest wissen, wann man über Medikation nachdenkt, welche Medikamente gibt es, warum, was machen die, was können die auch nicht. Weil wir haben alle Sorten. Wir haben in der medikamentösen Therapie Eltern, die sagen, jetzt machen Sie das doch mal endlich, dass ich Ruhe habe. Wird nicht funktionieren. Wir haben aber auch Menschen, auch Therapeuten, die sagen, Medikament ist dann überhaupt der letzte Notnagel. Und so verstehen wir den Therapiebaustein auch nicht. Wir warten nicht, bis alles im Keller ist und keine Regulation mehr geht, sondern wir wollen auch in den Therapien, in den Übungsrunden, in den Erfahrungswelten der Kinder schon sehr, sehr schnell nicht deregulierte Problemmacher sehen. Und dafür brauchen wir manchmal auch die Medikation. Ja, im Elterntraining der allerwichtigste Baustein, wirklich auch dieses nochmal genau wissen, ich muss Dirigentenfunktionen übernehmen und ich kann keine Moralpredigten halten, das denken auch viele Eltern, die erzählen jetzt, warum man in die Schule geht und warum man pünktlich ist und dann hoffen sie, dass der das macht.
Wenn man Ups hat, lebt man im Moment und da ist immer alles, immer neues Spiel. Ist immer abgehakt. Die erinnern sich nicht an die Moralpredigten. Die wissen, oh, wir haben mal im Elterntraining aufgenommen, mal mit einer Kassette, welche Sprüche Eltern morgens ihren Kindern auf den Weg geben in die Schule. Und dann können Sie sich vorstellen, was da passiert. Du passt jetzt aber auf, du schreibst morgen eine Mathearbeit und denk dran, deine Sportsachen nimmst du mit und außerdem schwätzt du nicht mit deinem Nachbarn und. Und dann mussten die Eltern selber lachen. Teilweise haben die 5 bis 6 Instruktionen gegeben auf dem Weg aus der Tür. Und wenn Sie wissen, wie viel Information speichert überhaupt ein Kind mit ADS ab, dann fragen wir die Kinder, was hat die Mama morgens gesagt? Ich soll lieb sein, soll aufpassen, das stimmt immer. Na, egal, was die gesagt hat. Und das ist so dieses, wenn Sie das so Eltern mal spiegeln, ne, was machen Sie, wenn Sie viel reden, was kommt davon an, wenn ich eine Aufmerksamkeitsstörung habe? Wenn ich rufe, was viele Eltern dann, die rufen dann immer, die sind unten in der Küche und dann kommt der nicht, der Max, und dann schreien die oder dann rufen die. So, und dann ist das über ein Stockwerk, der ist gerade beschäftigt mit der Schwester auszuprobieren, was man alles mit der Zahnpasta anstellen kann. Und da ist der Scheinwerfer überhaupt nicht auf das, was irgendwie von Mutter, Papa vom Stockwerk tiefer kommt. Also lernen die Eltern, ich muss erstmal den Scheinwerfer haben, das heißt, ich muss Blickkontakt haben, ich muss das klar sagen und ich muss es mit wenig Worten sagen. Und ich kann nicht Predigten halten, weil da hören die sowieso nicht zu. Na, dann heißt es nur lieb sein oder irgend sowas. Oder ich soll mich konzentrieren. Wenn man dann fragen, was heißt denn das eigentlich? Na, also das sind so, was wirklich dann auch sehr plakativ dann manchmal in Elterntrainings passiert. Vielleicht auch noch eine Szene, ist immer eine entscheidende Szene, wenn wir sagen, wir üben jetzt Konzi und es ist eine Sache wichtig, fragen wir, wie sieht denn Ihre Essenssituation aus? Gibt es ein gemeinsames Abendessen und unterhalten sich dann? Und was hören Sie dann häufig? Der rast rum, die streiten, die Geschwister, dann geht es darum, dass der eine Erster sein muss und so weiter. Das sind alles andere Schauplätze, als zu sitzen und sich unterhalten. Und dann haben manche Familien noch nicht mal ein Abendessen mehr, weil es dann immer Theater gab. Also sitzt man vor der Glotze und jeder isst so für sich. Oder man sitzt am Tisch und hat den Fernseher laufen. Dann ist dieser Max ruhig und isst vielleicht, wenn Sie Glück haben, so nebenbei. Aber kriegt der mit, was die Mama sagt? Und dann machen wir dieses Spiel. Wo ist der Scheinwerfer? Was ist Motivation von Max? Hat der Lust, auszuschalten, was im Fernsehen ist? Der hat seinen Fokus auf dem Fernsehen. Findet er das dann wichtig, der Mama zuzuhören? Und das sind dann so Entscheidungen, wo wir sagen, entscheiden Sie. Wenn Sie wichtig genommen werden müssen, müssen Sie Ablenkungsfaktoren ausschalten. Ein Fernseher, ein iPad, ein Handy sind extreme Ablenkungsfaktoren, die gewinnen immer. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie werden nicht gewinnen. Und Sie kriegen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit nicht. Also verändern Sie die Umgebungsbedingungen. Das ist das, was im Elterntraining Hauptthema ist. Wie verändere ich Umgebungsbedingungen, dass die Ergebnisse besser sind? Das ist so anziehen, sortieren, Klamotten rauslegen, abends im Bad umziehen, nicht im Kinderzimmer, weil da schon die Lego-Landschaft wieder ruft. Und dann baut man erst Lego, ehe man dann die Hose anzieht und so weiter. Und das ist eher die Analyse, was können wir denn eigentlich schon tun, ohne das Kind zu ändern? Das geht viel schneller. Immer in Umgebungssituationen. Das sind dann auch diese Rituale, die wir trainieren. Wann macht man Hausaufgaben? Man macht die nicht, wenn Lust da ist. Ist so mein Spruch, da kannst du warten, bis du Rentner bist. Die machen keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ich muss lernen, eine Muss-Situation ökonomisch zu bewältigen, dann habe ich Freizeit. Ich habe keine gescheite Freizeit, wenn ich immer schiebe.
Und das ist das Hauptthema auch bei unseren Jugendlichen, auch bei Erwachsenen ist das immer noch Thema, dass die immer auf Lust warten. Und dann machen die viele Sachen erst recht nicht, wenn sie nicht Pläne haben, wenn sie nicht Strukturen haben, wenn sie nicht Rituale haben. Und das sind dann so, wir nennen das Muss-Situationen. Bei uns im Elterntraining geht es darum, welches Management haben wir, dass man Muss-Situationen meistert. Wir können Muss-Situationen nicht abschaffen, die gibt es. Es gibt Hausaufgaben, es gibt Übungsaufgaben. Und die Botschaft ist, wenn ich da Strukturen habe, wenn ich Strategien habe, habe ich mehr Zeit für nette Momente. Und das eben auch bei Eltern, dass man, dass Eltern auch um nette Momente ringen. Es gibt Familien, die haben gar keine netten Momente mehr, weil immer nur Theater und Zeit ist. Dann bedeutet aber auch, dass wenn wir jetzt keine Muss-Situation trainieren, muss ich auch mal als Mama oder Papa mal 5 Grad sein lassen. Also ich kann nicht den ganzen Tag meckern. Wenn ich trainiere, dass jetzt die Klamotten, wenn ich aus der Schule komme, aufgehängt werde und die Schuhe hingestellt werden, dann trainiere ich das vielleicht mit dem Punkteplan. Wenn der dann aber irgendwie irgendwas anderes macht, weil er seinen Pullover irgendwo hinschmeißt, dann meckere ich nicht, sondern nehme ihn in die Hand und sage, das nehme ich mir für die nächste Trainingsrunde vor. Weil was auch wissenschaftlich klar ist, was diese Kinder, was hören die den ganzen Tag? Gerade so ein Max, der auch noch anstrengend ist im Verhalten. Ich habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind Lob vielleicht 3 nette Aussagen. Stehen gegen 298 Meckereien. Und das ist das, was dann auch passiert, letztendlich im Selbstkonzept. Ne? Und da muss man dann auch im Elterntraining sagen, ja, es müssen schwierige Situationen trainiert werden, aber nicht alles auf einmal. Und das Schritt für Schritt, wir nennen unsere Punktepläne und das nennen wir Trainingsrunden. Und die werden festgelegt, was trainiert wird. Und dann muss es klare Instruktionen geben. Ich darf überhaupt auch nicht irgendwie Moralpredigten halten. Wenn ich meine, ein Kind wird sein Verhalten ändern, weil ich eine Moralpredigt halte, dann brauche ich schon gute Reflexion, weil das muss ich ja mitdenken und immer Konsequenzen mitdenken. Und gerade weil die Reflexion immer noch geopfert wird den emotionalen Reaktionen, kann eine Moralpredigt überhaupt nichts bewirken, wenn ich nicht schon Konsequenzen denken kann. Insofern können sich das schenken, eine Moralpredigt. Im Gegenteil, das macht meistens Eskalationen. Ne? Es gibt dann, das kennt jede Familie, da geht es dann los und dann wird irgendwie gesagt, aber deine Schwester hat doch und könntest du nicht auch? Und dann geht das so los, die hat aber nicht und gemein und ungerecht und so weiter. Und natürlich brauchen wir Motivationsanreize für Anstrengung. Jede Trainingsrunde ist anstrengend. Und da arbeiten wir sehr, sehr viel kleinschrittig auch schon mit Belohnung. Nicht, wenn eine Arbeit 1 ist. Wir belohnen keine Noten, sondern wir belohnen, wenn jeden Tag eine Trainingsübungseinheit gemacht worden ist. Und nicht das Ende, sondern der Weg dahin, das belohnen wir. Ja, und schöne Momente forcieren wollte ich noch. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, weil diese Eltern auch natürlich in der Regel so belastet sind, weil vieles nicht funktioniert und vieles, sie kriegen auch viele Anschuldigungen, weil irgendwie das mit der Erziehung ja alles nicht klappt und so, wenn man das nicht alles so einsortieren kann. Und dann passiert wirklich, dass diese Eltern und Kinder kaum nette Momente haben. Und dann passiert, dass dann auch schöne Momente verwässert werden. Zum Beispiel empfehlen wir dann auch, wenn der Papa den Max zum Fußball fährt und der ist mal im Auto und ganz gut gelaunt, dann fragen wir nicht, macht er Mathearbeit? Sondern wir machen dann auch keine schwierigen Themen. Oder was eine Regel ist beim Abendessen, wollen wir, dass Kommunikation auch geübt wird und dass man miteinander umgeht, dass man Fragen stellt, Perspektivwechsel lernt.
Und dann wollen wir auch nicht, dass die Schwester sich einschaltet und sagt, Ecebetsch, was hast du denn in der Deutscharbeit? Ich habe eine Eins. Und der Max hat noch eine Leserechtschreibstörung. Und da müssen Eltern lernen, wann gibt es Themen mit Schwierigkeiten, wann haben wir schwierige Trainingsrunden, das wird anders besprochen, aber nicht in Situationen, wo ich eigentlich was anderes möchte. Und das ist für Eltern auch erstmal eine Umstellung, weil man macht das so automatisch, man sagt dann auch mal schnell was. Und deshalb brauchen Eltern, weil es wirklich anstrengend ist und das geht auch nicht nur mal ein Jahr, sondern diese Kinder brauchen lange, lange Trainings und lange Unterstützung von den Eltern. Und deshalb müssen die durchhalten. Und bei uns ist der vierte Baustein im Elterntraining Stressmanagement für Eltern. Ist ein extra Baustein. Wie laden Eltern Energie auf, damit sie das durchhalten? Und das ist wirklich ein klassisches Stressmanagement-Training, was die Eltern wirklich brauchen. Und da heißt es, und dann gibt es da auch so nette Einheiten, dass man erstmal guckt, was machen wir als Paar denn überhaupt? Meistens passiert, dass so abends irgendwie kommt der Papa nach Hause. Wenn die sehr anstrengenden Max zu Hause haben, dann kommt er manchmal schon gar nicht mehr früh, dann ist er beim Abendessen schon gar nicht da, dann arbeitet er immer und erlebt dann vieles nicht. Oder der kommt nach Hause und dann kriegt er erstmal, weil die Mama den ganzen Tag irgendwie eine Zirkussituation hatte, dann kriegt er erstmal eine Stunde erzählt, was alles schiefgelaufen ist. Und was dann eigentlich die Eltern, was die sonst erleben, außer Tobsuchtsanfälle, außer Schwierigkeiten, erfahren die gar nicht mehr. Und da gibt es ein so nette Empfehlung im Stressmanagement. Es gibt einen Abend in der Woche, die ist Elternabend, für die Eltern. Und es ist, und die müssen dann was zusammen machen. Entweder gehen sie ins Kino oder gehen essen oder irgendwie, wo sie sorgen, dass dieser Max betreut ist und sie machen was anderes. Und was wir immer explizit sagen müssen, es ist verboten, über Max zu reden und über Schule zu reden. Das ist in dieser Stunde verboten. Und dann passiert überhaupt, dass Eltern überhaupt mal fragen, was so der andere den ganzen Tag macht. Was ist denn eigentlich sonst passiert? Und das passiert in diesen Familien, wo so viel Stress drin ist, wo so viel noch nicht reguliert ist, passiert das unglaublich schnell, dass einfach gar keine andere Kommunikation mehr stattfindet, außer über Probleme zu reden oder sich aufzuregen und dann eben auch emotional zu reagieren. Und dann haben wir auch da keine Regulation mehr. Ja, im Training von Kindern, das kennen Sie alle, natürlich gibt es ein Aufmerksamkeitstraining, ein Konzentrationstraining, möglichst mit klaren Instruktionstechniken. Wie mache ich einen Lösungsplan, wie gehe ich schrittweise vor, so wie wir das eben gesehen haben. Es gehört immer dazu, dass man natürlich eine Verhaltensmodifikation auch in 1:1 Therapiesituationen trainiert. Das muss man auch trainieren, auch wie begrüßt man jemand, Blickkontakt und so weiter. Das ist wirklich auch mit im Training und natürlich Steuerung von Emotionen. Aber wir brauchen, um Emotionen zu steuern, erstmal auch eine gute Aufmerksamkeit. Sonst kriege ich Emotionen gar nicht gesteuert. Und dann eben natürlich diese Persönlichkeitsentwicklung mit vorbringen. Wir brauchen ganz enges, diese Kinder brauchen extrem viel Feedback für kleinschrittige Dinge. Das heißt also auch, kleine Dinge, die schon richtig laufen, werden auch dann schon gelobt. Also nicht nur irgendwie, dass die Arbeit 2 ist, die ist dann so irgendwie in 3 Wochen, sondern wenn der schon bei den Hausaufgabendatum oben rechts schreibt und anfängt oder die Aufgabe vorliest, gibt es eigentlich auch schon ein kleines Lob. Dann kommt es natürlich auf die Berufsgruppen an. Ich
weiß nicht, Sie sind vielleicht besser verzahnt, aber bei uns ist dann auch noch eine Aufteilung in den Berufsgruppen, dass dann Verhaltensmodifikation nicht unbedingt das Feld ist von den Ergotherapeuten. Und da muss man so ein bisschen, ich glaube, wir, die Therapeuten, die sich intensiv damit auseinandersetzen, die nehmen auch aus anderen Bereichen immer Teile mit rein. Die müssen so ein bisschen die Prinzipien einfach kennen. Deshalb ist zum Beispiel, also was bei uns sehr viel passiert, Ergotherapeuten gibt es mehr als Verhaltenstherapeuten oder Lerntherapeuten. Lerntherapeuten ist bei uns auch noch ein Problem, weil das nicht finanziert wird über die Krankenkassen. Und dann passiert, dass man zur Ergotherapie geht und die Ergotherapie, die denkt, sie macht eine ADS-Therapie, wenn man ein Schiff baut oder bastelt. Und das ist zufällig ein Kind, was sehr fantasievoll ist und gerne baut. Der macht das natürlich super gerne, aber er lernt eben auch nicht, Sachen systematisch zu machen, die er eben nicht kann. Und wenn er spielen und basteln kann, ist das nicht unbedingt eine gescheite Therapieintervention, weil Therapie soll eigentlich was trainieren, was ich noch nicht gut kann. Und das soll auf den Weg gebracht werden. Was wir bei uns im Trainingsprogramm haben wir immer drei Einheiten. Es wird in der ersten Runde immer Kommunikation, emotionale Wahrnehmung, emotionale Steuerung als Thema besprochen. Dann gibt es im zweiten Part Konzentrationstraining, Instruktionstechniken, Lösungsschritte finden. Und im dritten Teil gibt es in der Regel dann eine Spielsituation, wo man aber auch abwarten muss, auch im Spiel lernt man Ups zu steuern, man lernt Regeln erstmal zu wiederholen und das ist dann so eigentlich die Therapieeinheit, wo alles ineinander zusammengenommen wird. Und was, ich habe Ihnen das Bild ist vom Trainingsprogramm Kommunikation. Wie geht Kommunikation? Es geht, wenn ich überhaupt mitkriege, wo ist der andere, wo ist mein Scheinwerfer, wo sind meine Antennen, kriege ich überhaupt mit, was der andere sagt? Und kann ich, wenn emotionale Regulation ist, kann ich überhaupt emotionale Reaktionen oder Signale dekodieren? Und wenn Sie sich angucken, dass die jungen ADS-Kinder sehr häufig überhaupt in der Mimik nicht erkennen, was ist denn eigentlich traurig? Wie sieht denn einer aus, der irgendwie sauer, wissen Sie dann häufig, das ist so, das sieht man. Aber die Feinheiten auch in Mimik, Körpersprache, wenn ich das nicht weiß, kann ich keine Regulation auf dem Schulhof erwarten, wenn mich auch noch einer doof anmacht. Also auch das gehört erstmal ins Training, das sind auch die ganzen Trainingsprogramme, die wie Faustlos oder ich weiß nicht, was Sie hier haben, wo soziale Kompetenzen trainiert werden, gehört eigentlich immer dazu, emotionale Wahrnehmung erstmal zu trainieren. Wie ist der andere drauf? Wie kann ich stoppen? Wie kann ich mir erst überhaupt... Entscheidend ist dieser Stopp sowohl bei Ups, dieses Stopp-Moment, was ist hier los? Ich mache eine rote Ampel an und sage erstmal nichts oder mache nichts, sondern die Ampel muss erstmal an, damit ich meinen Ratio-Manager überhaupt ins Spiel bringen kann. Wenn ich viel zu schnell springe, hat er gar keine Chance. Kann ich überhaupt nicht über das, was ich tue, nachdenken. Das heißt, Stopp ist schon sehr entscheidend. Jetzt beim Lernen, bei den Träumern gibt es immer, die Patricia arbeitet immer mit den schönen Karten, was sind Gedankenbesucher, gehört das, was wir jetzt hier tun, auch mit zur Aufgabe? Oder erzählen die auf einmal was ganz anderes? Dann springen viele drauf, weil sie ja sonst nichts aus der Schule hören, dann freuen sich, wenn die irgendwas erzählen. Aber das lenkt ab, das ist nicht das Programm im Moment. Und das sind eher Gedankenbesucher, die müssen gebremst werden, da müssen wir gucken, wann kommen die wieder ins Spiel.
vielleicht nach der Aufgabe oder nach der Stunde oder am Ende der Stunde. Und das muss wirklich, das ist so bewusst trainiert, eben dann auch, was ist eine Erwartungshaltung, wenn ich so meine Oberstufenschüler habe und wir analysieren, ne, wieso hast du eigentlich in deiner Deutschklausur 3 Punkte und da die Laura hat 14 Punkte, was ist denn der Unterschied? Was kriege ich da für Antworten, wenn ich noch nicht gut reflektiere? Der sagt mir, die Lehrerin mag sowieso Mädchen. Der ist fest davon überzeugt, dass eine Deutscharbeit subjektiv bewertet wird. Und er hat überhaupt keine Idee, was eine Erwartung ist, was ist ein Bewertungskriterium, was muss ich überhaupt bedienen, um Punkte zu kriegen. Na, und das ist so dieses, was wir erstmal auch trainieren müssen. Was denkst du jetzt, was da gefordert ist? Was musst du denn beachten? Was will denn die Lehrerin? Oder was heißt denn im Unterricht mitmachen? Da müssen wir auch dann mit Lehrern immer häufig auch nochmal besprechen, es muss so konkret wie möglich sein. Wenn dann gesagt wird, also wenn Eltern sagen, jetzt seid mal lieb, was ist lieb? Na? Oder wenn die auf dem Punkteplan draufstehen haben, keinen Streit mit Geschwistern oder lieb sein, das ist viel zu allgemein. Oder wenn Lehrer einen Punkteplan haben, sehe ich auch immer wieder, da steht drauf, mehr mitmachen. Was heißt mehr mitmachen? Ist das 2-mal melden, 5-mal melden? Was ist das? Na? Und das ist so dieses, was wir, was diese ADS-Betroffenen brauchen. Es muss so konkret wie möglich sein, dass man auch dann ein Ergebnis registrieren kann. Na, wenn ich mich wenig melde, dann kann man eine Strichliste machen, sagen, ja, okay, 3-mal finde ich schon klasse. Na, das ist konkreter und nicht dieses benimm dich, sei lieb oder so. Das funktioniert nicht, wenn das nicht genau benannt wird. Weil die haben nicht im Kopf, was ein anderer Mensch im Kopf hat. Das ist das, was dann später auch wirklich bei den Erwachsenen die größten Probleme macht, dass die nicht gewohnt sind, nicht nur aus der eigenen Perspektive irgendwas zu bewerten und anzugucken, sondern es gehört häufig auch dazu, wenn sie Beziehungen halten wollen, wenn sie Kommunikation gestalten wollen, dass sie Perspektivwechsel können, dass sie überhaupt erstmal innehalten und neugierig sind oder nachfragen, was will denn der andere eigentlich, was meint der oder was hat der im Kopf? Und dann können sie eigentlich auch, das nennen wir dann emotionale Reife, wenn man das wirklich beherrscht. Ja, und hier sehen Sie nochmal Bilder von Kindern, da ist jetzt, Sie sehen hier, da ist eine große Problematik, nicht nur in der Graphomotorik, sondern auch im Schreiben. Der malt dann, also ich arbeite ganz viel mit diesen Fragen, wenn du zaubern könntest, wie müsste die Schule aussehen, dass es Spaß macht oder was müsste sich am schnellsten verändern oder was würdest du nachmittags bei den Hausaufgaben gerne zaubern, und der zaubert sich jetzt einen Zauberstift. Ein Zauberstift, und dann war der im Element. Er ist sonst total langsam und immer woanders, aber als er dann so die Idee Zauberstift, der hörte der nicht mehr auf, mir zu erzählen, wie er den programmiert und was der alles können muss, und der muss unten, dann malt er das auch, der muss so eine Scan-Kamera haben und der muss das dann einscannen und der muss das dann auch selbstständig schreiben und der muss noch verschaltet sein mit einem Mikrofon. Und das Mikrofon ist gerichtet auf das, was die Lehrerin sagt. Er darf dann weiter träumen, aber der macht das dann schon. Der Stift mit Mikrofon. Und er wünscht sich dann schon, dass er auch mal besser zuhören kann und dass er irgendwie auch mit dem Stift mal irgendwas hinkriegt, dass er einfach mehr Freizeit hat. Na, weil das ist so einer, der gerne draußen Spiele erfindet und so. Und dieses Bild dieser Roboter, das haben ganz viele Kinder. Also das kommt ganz häufig, dass die einen Hausaufgabenroboter brauchen.
der diese ganze Listin Sachen macht, die Aufgaben liest, hinschreibt und so weiter. Und da können wir zwar, das können wir nicht, wir können weder einen Roboterzauber noch einen Zauberstift, aber wir können dafür sorgen, dass das eben auch schon mal mit den Fähigkeiten, die ich habe, schon mal besser klappt. Und das ist dann die Botschaft an die Kinder. Und dafür brauchen wir, damit was klappt, manchmal und nicht selten die medikamentöse Therapie dazu. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Medikamente irgendwas ersetzen von den anderen Interventionen, sondern im Gegenteil. Manchmal brauchen wir Medikation, dass überhaupt andere Hilfen automatisiert werden. Und wenn ich ein sehr ausgeprägtes ADS habe und ich einen ordentlichen Ups habe und ständig springe und ich erübe in der Therapie einen Stopp, aber dieser Ups will immer trotzdem springen, dann brauche ich auch durch die Medikation erstmal eine Hilfestellung, dass ein Stopp überhaupt mal besser geht. Und dann kann ich die ganzen Inhalte, die wir dann trainieren, auch wirklich besser automatisieren und auch im Arbeitsgedächtnis besser organisieren. Und das müssen alle, die mit den Kindern arbeiten, wissen, dass manchmal es nicht anders geht. Und dann müssen sie auch ein bisschen die Grundprinzipien wissen, müssen auch unsere Eltern wissen. Es muss der Pädagoge nicht die medikamentöse Therapie managen, aber er muss auch wissen, hat dieses Kind ein kurzwirkendes Präparat, was nur 3 Stunden wirkt, oder hat es wahrhaftig ein Retardpräparat, was 8 Stunden wirkt. Und kann ich dann erwarten, dass meine Lerntherapie nachmittags um 3 noch von der Medikation profitiert oder nicht? Das muss ich wissen. Na, und dann muss ich auch wissen, ist es nötig oder geht schon was in einer 1-zu-1-Situation oder brauche ich dann auch als Eingangstor, damit Hilfen greifen können, eben auch die Medikation dazu. Und und deshalb auch, wie lange wirken Präparate. Wir brauchen auch hier ein sehr, sehr enges Feedback. Also ich könnte in der Medikation, im Management nicht gut sein, wenn ich nicht die Rückmeldung aus den Schulen habe, aus der Therapie habe, wenn ich nicht weiß, wie ist denn die Aufmerksamkeitsfokussierung, wie ist denn die Bremse, wie geht denn schon der Ups, kann man den schon von außen auch bremsen, geht das denn jetzt schon? Das muss ich wissen. Und dann muss ich auch wissen, ist das ein Kind, wenn wir Medikation einsetzen, in welchen Situationen brauchen wir die auf jeden Fall? Und wir brauchen sie manchmal, wir brauchen auch manche Kinder, die müssen ihren Sport machen, wenn die einem Trainer nicht zuhören können und auch da immer nur rumturnen und rumspringen und ein Ups ausleben, dann brauchen die auch, um einfach einen Sport mal zu erlernen, in der Phase auch eine Wirkung von der Medikation. Das sind dann die Sachen, die wir im individualisierten Management überlegen. Und Sie sehen, dieses enge Feedback ist auf jeder Ebene wichtig. Jetzt will ich Ihnen noch mal zeigen, was auch in der Wahrnehmungsverarbeitung sich verändern kann durch Medikation. Sie sehen, das ist ein Tobias, der extrem unruhig ist, extrem eine hohe Impulsivität hat in jeglicher Lebenslage und der kann wirklich mit zusätzlicher Medikation dann auf einmal in der Zeile sortiert schreiben. Und das kann man ihm dann in dem Fall natürlich auch nicht vorenthalten. Der lernt dann natürlich besser. Und vielleicht noch das Bild vom Holger. Holger lief unter der Fahne Leserechtschreibstörung, weil der im Diktat eben, Sie sehen, was der da so schreibt, ne? Der schreibt es falsch, da fehlen Wörter und so weiter. Holger hat nicht das Problem, dass es überwiegend eine Umsetzung im Schreiben ist, sondern er hat ein Aufmerksamkeitsproblem, der hat die Wörter einfach nicht mitgekriegt.
in die Lehren diktiert hat. Und dann hinkt er immer irgendwo an einem Wort und dann hat die schon viel weiter diktiert und dann war der auch sauer und so weiter. Und da sehen Sie, der hat dann mit Kompensation, auch in dem Fall mit Medikation, keine Rechtschreibstörung mehr. Das ist jetzt nicht jedes Mal so, aber das will ich Ihnen nur zeigen, wenn wir Auslassungen sehen. Wir analysieren natürlich auch bei den Fehlern, das werden Sie auch. Was sind denn eigentlich klassische auditive Wahrnehmungsfehler, was sind visuelle, aber was ist eben auch der Anteil von Konzentration? Ne? Und der ist nicht unerheblich. So, jetzt noch kurz, wir haben viel schon darüber gesprochen, dass das in meinen Augen, gerade wenn ich so diese Verläufe bis ins Erwachsenealter sehe, mit das Entscheidendste ist, dass diese Kinder einfach ein gutes Selbstbewusstsein, eine Selbstwahrnehmung auch kriegen. Und wenn ich immer nur irgendwie rumspringe und flummi bin, kriege ich auch kein gescheites Selbstkonzept oder wenn ich viel Meckerei kriege, wenn ich nichts hinkriege. Das ist jetzt aus einer Studie, die schon 2002 gemacht worden, dass alle mit ADS eben Probleme im Selbstkonzept haben. Ne? Und das ist so dieses, was sich dann noch verstärkt über die emotionalen Dysbalancen, die werden dann noch mehr, wenn man Frustrationen hat. Es ist ein Teufelskreis dann ohne Ende. Und das wollen wir vermeiden, dass immer dieses nur Meckern, Tadel, kein Lob, weil man nichts hinkriegt. Und da müssen wir drum ringen, dass das durch die Therapie erstmal möglich ist, dass man dann überhaupt auch sieht, was hat dieses Kind denn sonst noch außer seinen Problemmachern? Was hat es für Talente, was kann es, wo hat es Stärken, wie können wir die nutzen, weil wir wissen, dass diese Kinder sehr motivationsgesteuert sind. Wenn die was wollen und Spaß dran haben, sind die gut, sind die klasse. Und deshalb brauchen die auch Hobbys, die brauchen Zeit, die machen zu können. Es geht nicht, dass die einen ganzen Nachmittag Hausaufgaben machen und dann auch nicht mehr sich verabreden können, keinen Sport machen können oder auch nicht ihre Fantasien ausleben können. Das brauchen wir unbedingt. Ich hatte eben schon mal gesagt, Sport ist für uns extrem wichtig, weil man in diesen Sportsituationen extrem viel lernt. Man übt nicht nur Konzentration, man muss einen Trainer zuhören, man muss Perzeption üben, man muss umsetzen bei sich selber. Das hat alles mit Konzentration zu tun. Man muss sich Reihenfolgen merken, man muss sich Abläufe merken. Man muss Frustrationstoleranz entwickeln, man lernt, man ist nicht sofort Weltmeister, sondern man braucht Training und muss Frustrationen auch wegstecken können. Und was alle brauchen, Optimismus, das wird, wenn man die richtigen Interventionen hat und den Dirigenten trainiert. Und das ist nochmal die Anna. Die hat dann, als sie ihr Abi gemacht hat, mit mir darüber geredet, was sie jetzt so vorhat. Und dann sehen Sie, die konnte wirklich ihre Zukunft schon mal vordenken. Ja, sie hat dann überlegt, sie wollte damals ins Ausland gehen, sie wollte nach Australien, sie wollte zeigen, ich kann mich von Eltern trennen, ich komme zurecht im fremden Land, will ich die Herausforderung, hat sie auch gemacht. Sie sehen, die hat unglaublich viele gute Ideen, auch was so weiter Persönlichkeitsentwicklung vorwärts bringt. Sich beweisen, Spaß am Leben haben, Leben genießen, Herausforderungen meistern, mich selbst finden. Das ist, und das hat sie auch gemacht. Das ist klasse. Dann haben wir den Kai und der hat wirklich ganz, ganz viel zu kämpfen. Weil er jetzt erstmal das, was alles schiefgelaufen ist, jetzt eigentlich erstmal ein bisschen aus seinem Leben rauskriegen muss. Der ist runternivelliert worden, der war Gymnasiast, ist dann runter, Realschule, da wiederholt, mit Mühe und Noten, Hauptschulabschluss, ist dann in eine Ausbildung gegangen,
Weil er nicht pünktlich morgens aufsteht, ist er da rausgeflogen, weil er nie pünktlich zur Arbeit kam. Dann ist passiert, und das passiert vielen, die so Frustrationen haben, die verlieren wir in der virtuellen Welt. Weil da sind sie Helden. Die spielen Computer, sind computersüchtig, sind nachts am Computer. Der hat jede Nacht gezockt, war er super, war irgendwie auch irgendwie einer, der da gepunktet hat, aber hat die Arbeitsstelle verloren. Und dann hat er noch gekifft und dann hat er einen Führerschein auch noch verloren. So. Und dann will er selbstständig sein, hat kein Gehalt und so weiter. Also das sind dann Teufelskreise, die wir vermeiden können, wenn wir frühzeitig Hilfen reinnehmen. Und damit möchte ich dann auch schließen. Und Sie sehen, ich bin immer noch nach vielen, vielen Jahren motiviert, ADS-Betroffene gerne zu behandeln, weil auch so tolle Erfolge zu sehen sind, wenn man das dann mit dem System macht. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Und ich glaube, Sie sind auch alle motiviert, dass das bei Ihnen genauso passiert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir werden jetzt noch eine Fragerunde eröffnen. Also ich glaube, es gibt ein paar Mikrofone, die durch den Raum gehen könnten. Ja. Das heißt, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne an Dr. Ausklaus stellen. Ja, gerne. Fragen Sie. Guten Abend. Ich habe eine Frage von einem Jugendlichen, dem ich erzählt habe, dass ich heute hierher komme, und er nimmt Ritalin, ist jetzt 16 und möchte mit seinen Freunden am Wochenende feiern. Mhm. Und wir sagen ihm, nimm das Ritalin auch übers Wochenende in der Schulzeit, und er sagt, ich kann kein Ritalin nehmen, denn wenn ich dann Alkohol trinke, das geht ja nicht zusammen. Und ich soll von ihm Ihnen die Frage stellen, was er denn jetzt dieses der Problem lösen kann. Will eigentlich das nicht nehmen. Er braucht jetzt gute Argumente. Trinkt er denn sonst viel Alkohol? Nein. Weil das ist manchmal ein Phänomen, dass die natürlich mit Medikation sehr viel besser gesteuert sind. Und dann, auch wenn sie Medikation haben und feiern, gehen eben nicht übermaßen trinken oder kiffen oder was sie sonst machen. Da freuen wir uns drüber. Jetzt haben wir Jugendliche, also manche, ich sag mal, es kommt ein bisschen drauf an, was schon in der Kompensation ist. Na, mit manchen kann ich schon besprechen, dass man dann vielleicht, also erstmal seine Frage ist, kollidiert Alkohol mit meinem Ritalin? Da würde ich sagen, nein. Also der kann feiern, darf nicht übermäßig trinken, soll aber ein anderer auch nicht. Ne? Und meistens ist dann mit Medikation die Bremse sowieso auch besser. Die können sich besser steuern. Manche Jugendliche sagen, ja, aber wenn ich die Medikation habe, bin ich nicht so witzig. Und ich will witzig sein. Und das ist dann auch manchmal so, klar, wir kappen natürlich auch ein bisschen die Impulsivität und den Ups und die Spontanität. Und das kann man mit denen dann auch besprechen, was ist es denn eigentlich, warum willst du das nicht nehmen? Ist es wirklich, dass du da nicht so gut ankommst, weil du die Witze nicht machst und weil nicht der Clown dann bist oder auf Tischen und Bänken springst, das können die ja dann. Und das kann man, also ich mache mit vielen dann so ein bisschen Kompromiss, ne, und sagen, also vielleicht am Wochenende mache ich häufig, ich arbeite sehr viel mit den Retardpräparaten und gerade an langen Schultagen, und dann haben wir meistens am Wochenende sowieso ein kürzer wirkendes, wenn dann auch am Wochenende eine Lerneinheit vielleicht nach dem Frühstück ist, dann kriegt er eben nur eine kurzwirkende. Und dann darf er abends feiern gehen, und dann haben wir aber nicht die Therapie platt gemacht, weil wir brauchen auch ein bisschen eine Compliance auch mit den Jugendlichen.
Keine Fragen mehr? Möchten Sie noch was bemerken, ergänzen? Ah, da ist noch jemand, ja. Bonsoir. Je voudrais juste vous demander le cas d'Anna. Si à l'école, les institutrices qu'elle a eues ont été fondamentales pour qu'elle puisse finir son école. J'ai pas compris. Si les institutrices étaient... Fondamentales, si elles ont eu... Formées Non, je dis pas ça, mais qu'elles ont aidé pour qu'Anna puisse ne pas être démotivée afin qu'elle puisse finir l'école. Die ersten leider nein. Die haben das nicht richtig gesehen und haben eher präferiert, dass die Anna auf eine Sonderschule geht. Ein Glück haben die Eltern sich durchgesetzt und haben gesagt, nein, wir wollen nochmal Diagnostik haben. Und dann ist das auf Initiative der Eltern ins Rollen gekommen. Und dann ein Glück hatten wir auch, nachdem sich was verbessert hat und schnell verbessert hat. Die Eltern haben sehr eng mitgearbeitet und wir haben auch Medikation mit reingenommen. Dann waren die Lehrer auch mit im Boot. Und dann ist sie in der weiterführenden Schule, haben die Lehrer gar kein Problem mehr gesehen, weil die ganz gut kompensiert war. Und weil die Eltern jeden Tag wirklich auch Strategien trainieren, die konnte wirklich in der 7., 8. Klasse ihren Schülern, Mitschülern einen Vortrag halten, wie man Lernorganisation macht. Das hat die perfekt gemacht. Ja, die hatten wir dann ein Glück mit im Boot, aber sie hatte auch, das ist ja so, meine Oberstufenschüler, die ärgern sich immer, wenn in Bio mal irgend sowas durchgenommen wird, wie Medikation, Stimulantien, und es wird, die ärgern sich immer, dass sie denken, sie müssten immer auffallen. Wenn sie ein kompensiertes ADS haben, fallen die nicht auf und sollen auch nicht auffallen. Und trotzdem haben sie Medikation, und das wird nicht, das wird dann häufig auch falsch kommentiert. Ne, weil man immer denkt, es hat nur der Medikation, der völlig unmöglich ist. Sondern wir haben auch, wir haben gehört, dass wir eine Gemeinschaftspraxis haben und wir auch Erwachsene behandeln, und wir behandeln auch durchaus Manager aus Vorständen, die auch Medikation nehmen. Nicht jeden Tag und nicht in jeder Situation, aber das ist einfach jetzt auch in den Leitlinien, in den Therapien, spielt der Baustein Medikation einfach noch eine größere Rolle als früher, weil man gesehen hat, dass die Effektstärken von anderen Interventionen einfach nicht hoch genug sind. Und die Jugendlichen ärgern sich, weil da wollten wir auch die Anna hin. Die Anna war eine super nette, kompetente, motivierte Schülerin. Es hätte keiner gedacht, dass die irgendwie die Diagnose ADS hat, als sie in der Kompensation war. Im Gegenteil, sie war super engagiert und wollte dann auch ihre Erfahrung weitergeben, was sie jetzt auch tut als Lehrerin. Und die sieht jedes Kind, wenn ich sie treffe, die kann mir sofort nach 4 Wochen sagen, wer vielleicht irgendwie mehr Hilfen braucht. Die sieht das sofort. Ja. Ja, zunächst vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Eine Frage, kommt das oft vor, dass Eltern ADS haben und ihre Kinder? Und wie gehen Sie damit um? Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass die Ätiologie eine genetische ist, bei den meisten. Also klar, wir haben auch andere Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol in der Schwangerschaft und extreme Frühgeburtlichkeit
protegiert auch ein ADS, aber es gibt eben auch eine hohe genetische Komponente. Wir machen das so, dass wir das Elterntraining so systematisch aufgebaut haben und so viel Strukturen reingeben, dass damit auch die Eltern getaktet sind. Wir machen Tagesstrukturen, wir machen Rituale, und das hilft auch betroffenen Eltern schon sehr gut, ohne dass wir immer irgendwie sagen, jetzt wollen wir wissen, von wem hat das. Meistens passiert dann sogar, dass Eltern sagen, Mensch, ist Kinder, irgendwie könnte das sein, oder so, die merken auch manche. Aber manche, die leben auch, ich sag mal, mit ihrem Ups ganz gerne und ganz gut und haben irgendwie auch ihren Weg gegangen, die würden jetzt auch nicht unbedingt eine Diagnostik machen wollen, weil die auch, ich sag mal, was so ein klassischer Beruf ist, ist Notarztwagen fahren, im Außendienst arbeiten, da können sie sowas machen, dann können sie, die können in der Regel dann kurz eigentlich da sein und dann hat man schnelle Wechsel. Wenn man Adrenalin ausschüttet, ist auch Ups und Konzi gut in der Regulation, und das sehen wir häufig auch, dass die dann gut zurechtkommen, wenn der Beruf dann stimmt oder die motiviert sind. Aber wir sprechen nicht explizit an, jetzt gehen Sie mal auf Suche, von wem er es hat. Das kann schief gehen, ne? Sondern wir sagen auch, es ist meistens viele Faktoren, es ist multifaktoriell, so ist es auch. Ich erkläre es häufig dann mit Vererbung von Musikalität. Wenn Sie einen Konzertpianisten als Vater haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie auch musikalisch sind. Ob Sie dann Konzertpianist werden, weiß man nicht. Und so ähnlich ist das mit Anlage ADS, es ist nicht 1:1 übertragbar, es kann mal heftiger sein, mal weniger heftig. Wichtig ist eher so den Fokus auf die Strukturen, auf Lösungen, auf Strategien legen. Und wir haben festgestellt, durch das Elterntraining haben Eltern es wichtig gefunden, Regeln einzuführen und Strukturen im Alltag zu haben. Und das hilft denen selber auch. Die machen sich dann auch mal einen Planer, wann sie die Steuererklärung machen, und belohnen sich dann auch, wenn sie was gemacht haben, dürfen sie einen Kaffee trinken. Also auch das überträgt sich dann schon auch häufig. Ja. Guten Abend, Sie haben schon geantwortet. Meine Frage wäre gewesen, bis wann behandeln Sie Kinder? Bis zu welchem Alter? Und was ist wichtig danach? Also auf was sollte man da achten? Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten auch mit Erwachsenen. Wie sehen Sie da den Übergang? Ja, ich habe das große Glück, dass ich alles mache. Also ich behandle auch Erwachsene weiter, die bei mir als Kinder waren, weil wir haben eben auch eine Gemeinschaftspraxis. Mein Mann ist Erwachsener-Neurologe und behandelt dann auch die Erwachsenen. Aber ich stelle es die mit mir groß geworden sind, frei, ob sie wechseln wollen oder ob ich es weitermache. Und es ist schon ganz witzig, ich habe viele junge Erwachsene, die dann mal 2-3 Jahre gar nicht kommen, weil das alles gut läuft. Und die kommen dann meistens wieder, wenn im Leben sich was verändert. Ich sag mal, wir haben jetzt im Erwachsenenalter, wenn wir gute Kompensationen haben, kann das mal wieder kippen, wenn jemand im Beruf ist, eine Struktur hat über den Beruf, motiviert ist, im Beruf was zu machen, dann haben die eine Tagesstruktur und werden auch getaktet. Und wenn man dann Kinder kriegt und dann ist mit dem Takten alles durch. Sie können nicht mehr 5 Minuten am Stück irgendwas in Ruhe machen, sondern irgendwas ist immer. Dann kann auch mal wieder so eine Problematik mehr aufploppen oder ist dann auch wieder mehr da. Aber grundsätzlich sage ich, ich freue mich immer so diese Verläufe zu sehen, das ist klasse. Ich sehe auch die jungen Studenten, dann reden wir mal über so ein Thema, wie organisieren wir eine Hausarbeit und hast du überhaupt einen Überblick, wo du Credits für kriegst und wie machst du und solche Dinge. Oder
Oder es kommen auch sowas wie Kai, also ich habe auch manche, die erinnern sich, dass wir irgendwas mal zusammen gemacht haben, als sie jung waren. Und wenn sie dann, und die Eltern waren gegen Medikation, gegen Therapie und so weiter, und dann erinnern sie sich mit 22 und denken, die könnte ich aber mal fragen. Und dann kommen die selber wieder, also das habe ich auch. Ansonsten ist das in Deutschland so organisiert, dass es einen Cut gibt mit 18 und dass normalerweise Kinderärzte dann nicht mehr weiter behandeln können. Und dann muss man sich einen Erwachsenenmediziner suchen und das ist in Deutschland ein Riesenproblem, weil dieses Thema eben so lange kein Thema war und viele nicht ausgebildet sind und das auch nicht integrieren in ihre Praxen. Da haben wir in Deutschland echt ein Problem. Ne? Da haben wir ein paar Zentren, wir haben auch ein paar Ärzte, die das machen, aber viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob das hier besser ist. Aber das ist wirklich, weil es eigentlich eine Kinder- und Jugendkrankheit war, bis über die 70er Jahre hinaus. Also wir haben die Zulassung bei Erwachsenen erst vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vor 10 Jahren oder sowas gekriegt. Und seitdem gab es das Thema überhaupt nicht. Und mein Mann, der hat dieses Thema kennengelernt über mich, über meine Arbeit, weil dann auch ein Vater gesagt hat, Herr Gott nochmal, ich will jetzt auch mal Bescheid lesen können. Können Sie nicht bei mir auch irgendwas machen? Weil dann erzählen die so ihre Geschichten. Wir haben die eigentlich ein Studium hingekriegt. Ja, die hatten eine Freundin, die hat das übersetzt. Die hat denen einfach Sachen zusammengefasst und solche Dinge. Und der sagt, ich kann auch nicht lesen. Oder ich kann lesen, was beim Lesen ja häufig passiert, was mir auch die Studenten immer erzählen, die sind nicht mehr so furchtbar unruhig, die sind auch am Verhalten angepasst und so weiter. Aber letzte Woche war ein POVI-Student, der will POVI studieren, der ist interessiert, der ist überall engagiert und der muss sehr viele Texte lesen. Und beim Lesen von Texten sagt er, ich fange an zu lesen, ich lese und dann lese ich so eine Dreiviertelstunde und dann weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe. Bei dem dann passiert, beim dritten, vierten Satz kommt er auf irgendein Wort, einen Begriff, wo er sich selber was zu denkt und schon gelesen hat und eigene Gedanken dazu hat. Dann denkt er das weiter und liest mechanisch den Text. Der ist aber im Fokus nicht mehr im Text. Und das schildern mir ganz viele. Und das ist so das, wo man schnell dann auch was tun kann. Und ein Glück erlebe ich dann, also für mich ist dann schon spannend zu gucken, was so alles passiert, wenn die älter werden und was man dann für Themen hat. Und das treibt mich auch so an, weil ich sehe, je früher diese Problematik in Lot kommt, umso viel tolle Sachen sehen sie. Sie haben auch, ich sag mal, der Ups hat ja auch Vorteile. Wenn sie einen Ups haben, dann hat man extrem gutes Brainstorming. Die ganzen Ideen, die irgendwie neu sind, die haben auch ein bisschen mit Ups zu tun, dass ich mal auch frei Brainstorming machen kann. Oder es gibt ein paar Berufe, wo ich sage, naja, da braucht man ein bisschen Ups. Ich war mal eingeladen bei uns im Hessischen Rundfunk, wo immer irgendwie Zirkus ist. Also das ist so ein Sender, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, der immer irgendwie Witze macht und immer irgendwie zwischenredet und so weiter. Da werden Sie als einer, der nicht ADS hat, werden Sie ganz verrückt, ne? Weil der machen alles auf einmal und das passt dann irgendwie, dann haben Sie super Ideen und auch wenn Sie sich mal so Komiker angucken oder die auf der Bühne gut sind, die sind extrem gut in Assoziationen, im Sprunghaften, aber die haben gelernt, die Sprunghafte so zu kontrollieren, dass es eben in so einen Rahmen vom Auftritt passt. Aber, ne, und das sind dann so Dinge, die wir auch sehen. Und das hängt dann auch zusammen, was die später machen, in welchem Umfeld die sind und so. Aber leider haben wir wirklich auch viele Erwachsene, die dringend Hilfen suchen und leider auch zu wenig bekommen oder lange Wartezeiten haben, weil es eben in der Geschichte so ist, dass es stiefmütterlich behandelt worden ist.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Klaus. Ich finde, Sie haben es wirklich perfekt hingekriegt, heute unsere Kampagne zu lancieren, ja, ich glaub, und uns in Stimmung für den nächsten Monat zu bringen. Es gibt vieles zu besprechen und zu überlegen. Und ich glaube, das hat uns wirklich jetzt so in den Mindset gebracht für den nächsten Monat. Ich will noch mal daran erinnern, wir haben ein ganzes Programm, das findet man unter tdah.lu für den ganzen Monat. Da gibt es noch Plätze bei Elternworkshops, bei verschiedenen Fortbildungen und auch bei unserem Abschlussvortrag mit Dr. Revol, dann auf Französisch, wo man sich auch noch anmelden kann. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen allen gefallen und Sie sind interessiert, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und schöne Grüße an alle auch zu Hause und einen schönen Abend an alle. Und nochmal einen großen Applaus an Dr. Klaus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Ich werde neidisch bleiben.